Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Positionen Politik verstehen. Hallo. Vielen Dank. Ich möchte mich, bevor wir auf die Gäste kommen, unser heutiges Thema erstmal bedanken für alle, die eingeschaltet sagen, sagt man im Netz ja nicht, sondern die eben geklickt haben. Niemand hätte damit gerechnet, dass wir ja die erste Sendung, als wir sie ins Netz gestellt haben, dass wir 450.000 Menschen dazu bewegen können, sich das anzuschauen, auch voller Länge. Das kann man ja bei Google Analytics genau nachschauen. Und ich gehe davon aus, dass wir die 500.000 auch noch bekommen. Und das macht uns allen, die wir hier am Tisch sitzen und allen, die das sehen können, alle, die auch hier im Raum sind, nicht nur Hoffnung, sondern, glaube ich, bestätigt sie. Wir gehen alle davon aus, dass Menschen durchaus an politischen Sendungen interessiert sind, wo Menschen durcheinander reden, aber man sie nicht dauernd unterbricht, wo eine Diskussion stattfindet, aber ich nicht dauernd den Lanz machen muss und Sätze über SMS-Länge durchaus möglich sind. An dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür. Ich hätte damit nicht gerechnet. Ich bin stolz auf alle, die das getan haben. Gebt euch selbst einen Applaus. Toll, toll. Das heutige Thema bei Position Politik verstehen heißt Ethik oder Etat. Sind unsere Werte nur Börsenwerte? Ja, ich denke, wenn man sich anschaut, was im Moment in Europa passiert, die Flüchtlingswellen, die NATO-Kriege und dass wir uns ständig im Stichwort Griechenland über Geld unterhalten, das werden wir auch bei Italien tun, wir werden es bei Frankreich machen, Portugal und Spanien, dann muss man sich die Frage schon stellen und wir wollen diese Frage heute diskutieren und zwar mit Menschen, die sich mehr oder weniger, aber vor allem mehr auskennen damit und auch eine explizite Meinung dazu haben. Ich möchte mal auf dieser rechten Seite anfangen, einen Mann, der zum ersten Mal in einer Fernsehsendung ist. Er ist Humanmediziner und er ist Chemiker. Er ist am Organischen Institut, am Biochemischen Institut in Leipzig und leitet es dort in der Forschungsabteilung. Wir waren gerade in Griechenland und haben eine Medikamentennothilfe auf den Weg gebracht. Auch hier nochmal danke. Ich glaube, 250.000 Euro haben wir eingesammelt und wir wollen auch zeigen, wie wir sie eingesetzt haben. Ich begrüße hier Athanasios, Professor Dr. Athanasios Yannis. Danke, dass Sie hier sind. Das ist toll. Ich habe zu danken. Auf dieser Seite ein Mann, den wir bei KenFM schon einmal interviewt haben. Dieser Mann war 20 Jahre lang bei der Weltbank, also bei der Weltbank. Er ist Schweizer. Wir haben immer einen Schweizer am Tisch, um die Szenerie ein wenig zu beruhigen. Toll. Wir versuchen das Ganze mit Deutsch zu machen. Sie haben ja die letzten Jahre so viel Englisch gesprochen. Das heißt, wenn das ein oder andere Wort da nicht parat ist, werden wir versuchen, das eben zu übersetzen. Okay, Peter König, guten Tag. Schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Hier der Mann, der mich immer an Robert Redford in die drei Tage des Kondor erinnert. Ich muss das einfach sagen. Ja. Ernst Wolf hat ein Buch geschrieben, Sachliteratur, nämlich IWF, Chronik eines Raubzuges. Ich glaube, schon am Titel kann man erkennen, er ist kein Freund des IWF. Wir werden auch darüber reden. Sie sind Journalist, aber haben ökonomisch natürlich hohe Fachkenntnis. Und ich freue mich sehr, dass Sie hierher gefunden haben. Sie sind ja in Berlin zu Hause. Und ja, ich glaube, wenn mit Ihnen, wir haben im Vorgespräch das schon gemerkt, Sie sind auch kampfbereit, Herr Wolf. Das freut mich. Der Name passt da auch. Ja. Herr Wolf, schön, dass Sie hier sind. Ja, hallo. Danke. Danke. Und worüber ich mich natürlich ganz sehr, sehr freue, ein Mann mit einem ziemlich vollen Terminkalender, Albrecht Müller, SPD-Urgestein. Ich weiß nicht, ob er sich selbst heute noch als SPD-Mitglied bezeichnen würde. Ich weiß es nicht, wir reden oft über die SPD, da fallen mehr negative Begriffe, aber da werden wir drüber reden. Albrecht Müller hat, so muss ich das vorstellen, den Wahlkampf von Willy Brandt geleitet. Das waren die erfolgreichsten Zeiten für die SPD. Er war auch im Kanzleramt beschäftigt und hat dort den Planungsstab geleitet. Und er ist vor allem für mich einer der herausragenden Journalisten, denn er ist einer der führenden Köpfe der Nachdenkseiten, die in den letzten Jahren erstaunlich geleistet haben, nämlich zur Aufklärung beigetragen haben und auch andere Meinungen plural abbilden. Herr Müller, super, dass Sie hier sind. Freut mich sehr. Schön. Hallo. Sie haben ja auch ein Buch mitgebracht, das schon ein bisschen älter ist, aber darüber werden wir auch gleich sprechen, weil Sie sind ja im Moment auch Teil einer Kampagne. Sie selbst nennen es ja Kampagnenjournalismus, kommen wir später darauf zu sprechen. Otto Brenner Stiftung und die Studie, die dann nur ein Arbeitspapier war und im Moment aus dem Netz verschwunden ist, ja, nachdem sie ihre Dienste geleistet hat in den Medien. Aber ich frage Sie ganz direkt mal, Ethik oder Etat, sind unsere Werte nur Börsenwerte? Geht es wirklich nur ums Geld? Es geht heute in der Politik schon sehr stark ums Geld. Und einer der Kernsätze dieses Buches Meinungsmache ist basiert auf der Erkenntnis, dass jene Menschen, die viel Geld haben und publizistische Macht, dass die heute im Wesentlichen bestimmen, wie die politischen Entscheidungen aussehen. Und die haben halt viel Geld und dann geht es danach, was dem Geld gut tut. Und deshalb sind unsere politischen Entscheidungen etwa der Abbau des Sozialstaats, Agenda 2010 oder die Rettung der Banken und nicht der Griechen. Das alles ist ganz wesentlich geprägt von Geld und es ist
dazu gekommen ist, kommt zu diesen Entscheidungen einmal über Lobbyarbeit und zum anderen aber auch dadurch, dass den Menschen permanent eingetrichtert wird, dass das eine vernünftige Politik sei. Ist das denn eigentlich neu oder war das immer schon so und wir haben es nicht gemerkt? Es war nicht immer so. Es gab Phasen, ich würde jetzt mal nicht aus Selbstbespiegelung sagen, dass in der Zeit zwischen 1900 und 65 oder 69 und 10 Jahre weiter, die Politik auch andere Varianten haben. Das kann ich am besten damit sagen. Die Regierungserklärung 69 hatte den Kernsatz, wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Und heute sind wir ein Volk, das ein anderes Volk Pleitegriechen nennt. Das ist ein gravierender Unterschied. Ja, genauso damals hieß es, Wandel durch Annäherung. Wir wollen Frieden haben, wir wollen eine gemeinsame Sicherheit in Europa haben. Auch mit Russland, auch mit der damaligen Sowjetunion. Und heute bauen wir da den Konflikt neu auf. Und heute ist es sozusagen Wandel durch Konfrontation. Auch Wandel wahrscheinlich wieder in Russland, auch zu unser aller Lasten. Und Wandel in den USA und so weiter sowieso. Und zwar ein negativer Wandel überall. Das heißt, wir haben Phasen in der Politik, wo das zumindest mal ein bisschen anders war. Und heute stecken wir tief in der Misere drin. Und das hat viel damit zu tun, dass im Grunde alle unsere Lebensverhältnisse bis in die privaten Bereiche hinein total kommerzialisiert sind. Privatisiert quasi so. Privatisiert und kommerzialisiert. Schauen Sie das Fernsehen. Das ist doch kommerziell kaputt gemacht worden, was wir zumindest ein bisschen an Qualität hatten in diesem Bereich. Gott sei Dank gibt es jetzt das Netz und ich glaube ja an die Veränderung. Sie sind ja ein bisschen pessimistischer, da werden wir uns vielleicht heute noch die Haare raufen. Herr Janis, wir sehen ja, dass die Welt, wie sie uns in den Medien präsentiert wird, im Grunde nur über Excel-Tabellen ökonomisch dargestellt wird. Sie sind Mediziner, Sie sind auch ein Mann, der Chemie studiert hat. Sie können gleich erklären, was Sie in Leipzig tun, aber Sie haben irgendwann gesagt, okay, ich könnte hier in Leipzig weiter die Forschung weitermachen, aber ich bin auch Mensch, ich bin eben auch Grieche und ich fahre jetzt mal nach Griechenland und arbeite dort als Landarzt in meiner knappen Kernfreizeit, aber ich versuche auch den Menschen vor Ort zu helfen und zu zeigen, dass hinter diesen Zahlen sich Schicksale verbergen. Können Sie kurz sagen, was machen Sie beruflich und wie haben wir zueinander gefunden? Wir haben zueinander gefunden über Dirk Pollmann, den ich jetzt zu meinen Freunden zähle und ich zähle sie auch zu meinen Freunden, weil wir gemeinsame Ziele haben und von meiner Warte aus betrachtet, das gemeinsame Ziel ist, notleidenden Menschen in Griechenland zu helfen, was wir auch getan haben und das konnte man tun, nur weil ihre Zuschauer uns dabei unterstützt haben. Und wir haben 250.000 Euro gesammelt, die bereits jetzt schon ein Großteil nach Griechenland geflossen ist, an 3 Einrichtungen, Krankenhäuser oder Kindereinrichtungen. Vielleicht können wir später darüber reden. Mhm. Also ich habe in Bonn Chemie und Medizin studiert, beides komplett abgeschlossen. Dann war ich Professor kurz 4 Jahre in Karlsruhe. Und seit 2002 bin ich also Full-Professor, also C4-Professor oder Ordinarius auf gut Deutsch gesagt, in Leipzig und forsche dort auf einem Gebiet zwischen den Disziplinen Chemie, Biologie und Medizin. Aber ich bin ein bekennender Humanist und ich kann die Ungerechtigkeit nicht ertragen, die mich umgibt und es ist nicht nur in Griechenland Ungerechtigkeit, sondern in gesamten Europa, auch in Deutschland gibt es viele Ungerechtigkeiten. Da gibt es also einiges zu tun. Und ich hatte 2 Möglichkeiten. Ich hatte die Möglichkeit zu weinen. Ich habe es probiert, hat sich nicht verändert und dann habe ich mich entschieden, etwas zu tun. Und wir haben etwas angefangen zu tun und ich bin sehr froh und glücklich und ich bekomme die Danksage der Patienten und der Menschen, denen wir geholfen haben. Und nochmal danke an die Zuschauer und Unterstützer und ich hoffe, dass Sie uns weiter unterstützen. Danke auch von den Zuschauern an Sie, dass Sie sich da so eingesetzt haben, um es vielleicht kurz zusammenzufassen. Wir haben Geld gesammelt, aber wir sind natürlich keine Mediziner und wir wollten es aber nicht den klassischen Institutionen geben. Wir wollten das Geld, was wir gesammelt haben, das Konto ist immer noch bestehend. Wir wollten den Menschen, die uns das gegeben haben, ist ein hoher Vertrauensbonus. Ich meine, es gab Einzelspenden von bis zu 8.000 Euro von Leuten. Wir wollten, ja, das muss man sich mal vorstellen. Also wir wollten einfach zeigen, was wir mit dem Geld machen. So sind wir zusammen. Gekommen. Wir waren in Griechenland, ist auch ein Film dazu entstanden, der die nächsten Tage auch online gehen wird. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen dem Ganzen ein Gesicht geben. Lassen Sie uns mal anfangen im letzten Klinikum, wo wir waren, um auch mal zu zeigen, wenn man Griechen hilft, hilft man auch Deutschen. Also lassen Sie uns an die Uniklinik Patras gehen. Wo ist das Geld dorthin geflossen? Ja, das Geld ist primär dort eingeflossen in eine Leukämiestation.
Und diese Leukämiestation muss verknüpft sein, also übers Internet, mit den Spendern. Gleichzeitig gibt es in Griechenland auch eine Spenderdatei. Ja. Und es gibt also Griechen, die für Deutschen Knochenmark spenden. Ja. Und umgekehrt, es gibt Deutsche, die für Griechen Knochenmark spenden. Ja. Also besser kann man eine zwischenmenschliche oder zwischenstaatliche Beziehung sich das nicht vorstellen. Das Problem nur, was wir in der Zwischenzeit gelöst haben, ist, die Griechen können ihre Beiträge nicht mehr bezahlen zur Aufrechterhaltung ihrer Internet-Konnektion, Lizenz. Ja. So sind viele Patienten aus Griechenland abgeschnitten von den möglichen Knochenmarkspendern. Aber auch Deutsche sind von den griechischen Spendern abgeschnitten. Umgekehrt, ja, weil eben kein Kontakt besteht. Mhm. Wir haben das vor 2 Tagen gelöst, das Problem. Die Kollegen sind glücklich. Ja. Es handelt sich um so unglaubliche Summen wie 1300 Euro. 1300 Euro ist der eine Betrag und 8000 Euro der andere Betrag. Mhm. Und das ist jetzt überwiesen. Ich habe heute eine Danksage des Kollegen und auch der Rektorin der Universität Patras bekommen. Das ist ermöglicht worden durch die Zuschauer. Und das ist Menschlichkeit, das ist erlebte Menschlichkeit. Und es gab auch jetzt im Dezember ein Treffen zwischen deutschen Spendern, ja, und griechischen Empfängern. Und diese deutschen Spender werden als Vater oder Mutter angesehen. Mhm. Und so wurden sie in den Familien integriert, ja, in Griechenland. Das sind also bewegende Sachen. Mhm. Und ich kriege Gänsehaut. Mhm. Ja, für jemanden, der Leukämie überlebt hat, wir haben das ja auch gefilmt, wir waren auch dort. Es bedeutet ja, wenn er das überlebt hat, für ihn feiert, glaube ich, einen neuen Geburtstag, so habe ich das richtig so verstanden. So ist das, so ist das. Ganz genau so ist das. Und da konnten wir Gutes tun. Und vielleicht etwas anderes. Wir sind ein bisschen abgewichen von dem Motto Medikamenten. Nothilfe. Ja. Wir haben auch die Stelle eines Mediziners noch ermöglicht mit einem Stipendium für ein Jahr, weil derjenige Kollege, der die Station leitet, ist ein einziger Mediziner. Das ist One-Man-Show. Ja. Wir haben ihn kennengelernt und wir haben seine Leistung gesehen. Ja. Und er hat uns gebeten, doch eine Stelle zu finanzieren. Ja. Es geht nicht um hunderte Tausend, es geht um 20.000 Euro. Die haben wir denen finanziert für ein Jahr, ein Mediziner, 20.000 Euro. Ja. Das ist in Deutschland, glaube ich, nur für die Kaffeekasse. Mhm. Muss man sich auch mal vorstellen, gibt es auch einen Maschinenpark, da gibt es Teile des Krankenhauses, die als noch Geld da war, das wurde finanziert, aber seit 2009 wird dort nur entlassen. Das heißt also, wenn ein Patient reinkommt, der könnte vielleicht noch operiert werden, aber er würde nicht mehr gepflegt werden, und da hapert es. Und da bleiben wir auch dran und versuchen auch Nachhaltigkeit zu schaffen. Wenn ich mit solch einem Schicksal komme, was ich hinter einer Excel-Tabelle aufdröseln kann, da sagt mir natürlich die Weltbank, das ist ja schön, was ihr da macht, aber so können wir nicht arbeiten. Wir haben gröbere Raster, mit denen wir arbeiten. Herr König, Sie haben 20 Jahre lang für die Weltbank gearbeitet. Sie waren im Bereich Wasserprojekte tätig. Mhm. Das, was wir Ihnen gerade sagen, das dürfte Ihnen nicht neu sein. Welches Gefühl haben Sie denn heute, wenn Sie sehen, wie die Weltbank agiert? Hat sie ihr Arbeiten verändert? War sie früher mal menschlicher, die Weltbank? Ja, die war mal menschlicher. Das ist ganz klar. Aber seit dem Beginn des Neoliberalismus, sagen wir mal seit dem Beginn der 80er Jahre, hat sich alles drastisch verändert. Mit anderen Worten, heute, wenn wir jetzt vom Thema Ethik oder ETA, ETA oder Ethik sprechen, ich sehe da die Ethik verschwinden, auch bei internationalen Organisationen wie bei der Weltbank, beim IMF und sogar bei den bilateralen. Also zum Beispiel wird heute alles privatisiert. Mit anderen Worten, was die Sozialleistungen anbelangt, was die Sozialbereiche, Sozialsektoren sind, wie Gesundheit, Wasserversorgung, Erziehungswesen, all das muss privatisiert werden. Also zum Beispiel nehmen wir mal eine Wasserversorgung an. Eine Wasserversorgung gehört eigentlich zu den Menschenrechten, ist heute ein Menschenrecht. Aber es gibt also Firmen und ebenfalls die Weltbank, die versucht, so weit zu gehen, dass Wasserversorgungen überall privatisiert werden. Mit anderen Worten, zum Beispiel Nestle aus der Schweiz, die sind jetzt gerade dran, das Wasser von Kalifornien, einem Staat, der unter unheimlicher Trockenheit leidet, das Quellwasser abzuzapfen, trotz Protesten,
so ungefähr 2,7 Millionen Kubikmeter im Jahr zu einem Preis von $524 im Jahr. Als Gesamtlizenz? Als Gesamtlizenz. Und davon machen sie ein paar Milliarden Dollar Profit. Und das ist legal? Das ist total, bis jetzt total legal. Mhm. Und die Lizenz ist seit 1988 offiziell abgelaufen. Also kann man sich vorstellen, dass es sich hier auch irgendwie um Korruption handelt. Mhm. Sonst würde das nicht geschehen. Mhm. Andere, wie zum Beispiel Starbucks, die haben ebenfalls Wasser abgezapft. Die sind aber, hatten wenigstens so viel Ethik, dass sie sich sagten, okay, die Kalifornier, die leiden unheimlich an Wasserknappheit. Da wird also praktisch alles Wasser wird rationalisiert, außer dem Trinkwasser. Und das ist eine gewisse Quantität pro Person, die nicht rationalisiert ist, aber alles andere ist. Und da machen wir, da sind wir solidarisch mit ihnen und sind nach Pennsylvania abgezogen. Mhm. Nestle nicht. Nestle macht weiter. Mhm. Obwohl sie schon eine ganze Menge von in anderen Staaten der USA und Kanada Probleme haben mit dem Gesetz und auch verschiedene Gerichtsvorgänge laufen und so weiter. Aber sie machen weiter. Das finde ich, das ist absolut skrupellos und da fehlt jede Ethik. Ja. Und da gibt es noch viele davon. Da haben wir neulich mal von einem Thema geredet, von Wasserversorgung, die privatisiert wurde in Bolivien, in Cochabamba, ist vielleicht bekannt. Da gibt es einen Film darüber. Ja. Da wurde sogar das Regenwasser privatisiert. Das müssen Sie wiederholen, Das Regenwasser. Das heißt, also die Leute, die Regenwasser gesammelt haben auf den Dächern, der Favelas, die mussten dafür bezahlen. Und das gab dann eine Revolution, zum Glück. Und die haben dann letztlich diesen privaten Wassermanager, die haben ihn rausgeschmissen und sind jetzt wieder bei staatlicher Wasserversorgung. Mhm. Und das sind so Dinge, und es gibt natürlich viele davon. Gesundheitswesen wird privatisiert, Erziehungswesen wird privatisiert. Ja. Mit anderen Worten, man sieht genau, wie zum Beispiel, das sieht auch die Weltbank, wie wenn Wasser zum Beispiel in Südafrika privatisiert wurde, wurden gleichzeitig Statistiken gezogen, wie sich die Volksgesundheit verschlechtert hat. Das heißt vor allem für Kinder und ältere Leute hat sich mächtig verschlechtert. Sind publiziert worden auf der einen Seite von der Weltbank. Auf der anderen Seite der Weltbank haben die trotzdem weiterhin Wasserversorgungen privatisiert. Also die bringen es nicht zusammen. In der Weltbank ist ja, habe ich manchmal das Gefühl, vielleicht können Sie es bestätigen, so, dass die eine Hand nicht weiß, was die andere macht. Richtig so, ganz richtig so. Zum Beispiel, und das ist ein anderes, das absolut gegen die Ethik spricht, und zwar gegen die Ethik von Spekulanten. 2008, 2007 gab es eine riesige Hungersnot in Asien und Afrika. Und zwar, weil die Preise plötzlich, die Nahrungsmittelpreise, die stiegen fast um 100%, 50-100% in die Höhe, und die Leute konnten sich das nicht mehr leisten. Gemäß FAO, was wiederholt wurde in Jean Ziegler's Buch, etwa 2-3 Millionen Leute sind an den Umständen und an Krankheiten, die von Ernährungsmangel stammen, sind gestorben in dieser Zeit. Die Weltbank hat eine Studie aufgestellt, was ich sehr gut fand, und hat also festgestellt, dass ungefähr 80% dieser Preiserhöhungen nichts anderes sind als Spekulation mit Nahrungsmitteln. Also Leerverkäufe und einfach das auf den Spieltisch gepackt. Genau. Ja. Und diese Spekulationen, die gehen weiter. Das hat sich heute ein bisschen eingeschränkt, aber diese Spekulationen gehen weiter. Und jetzt, wenn ich das ist dieses Beispiel von ETA oder Ethik noch ein bisschen weiterbringen kann und sich mich eigentlich auf mein eigenes Land beziehen darf. Die Schweiz. Die Schweiz. Da wurde neulich von der JUSO oder eine Initiative durchgeführt. Die Schweiz hat ja das Referendumsrecht, und mit 100.000 Unterschriften kriegt die Bevölkerung das Recht abzustimmen über ein neues Gesetz. Also diese direkte Demokratie, diese sogenannte direkte, die man in Anführungszeichen setzen muss. Und ich sage jetzt gerade warum.
Weil die Jusos, die haben also im Zusammenhang mit dann später auch mit den Sozialisten, sofern es die noch gibt, diese Initiative auf den Tisch gelegt. Und es gibt so etwas, ein ungeschriebenes Gesetz, dass jede Initiative, selbst wenn sie total korrekt ist, die muss zuerst abgesegnet werden von der Regierung, also vom Bundesrat und unter Umständen sogar noch vom Parlament. Mhm. Und in diesem Falle, das heißt, sie kommt trotzdem zur Abstimmung, denn ja, das ist alles rechtmäßig, aber der Bundesrat gibt vorher seinen Senf dazu, so, um das so zu sagen, ne? Ja, gibt seinen Kommentar dazu. Und da hat auch die Bundespräsidentin hat gesagt, ja, das ist alles schön, aber wir brauchen so eine Initiative nicht. Das regelt sich von selbst, nicht wahr? Das regelt sich von selbst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute wie eben diese Bundespräsidentin nicht weiß, warum und weshalb 2008, 2009 etwa 2 bis 3 Millionen gestorben sind. Dass sie nicht weiß über die, dass sie nicht unterrichtet ist über die Studie von der Weltbank, dass 80% mit Spekulation zu tun hat und dass sie nicht weiß, dass der größte Teil dieser Spekulation über Schweizer Banken und Schweizer Finanzierungsinstitute laufen. Das finde ich skandalös. Und da fehlt eben die Ethik. Und wenn ich noch ganz kurz anhängen darf. Sie können auch ganz lang anhängen. Das Wissen fehlt. Ja. Vielleicht muss man dazwischen sagen, dass Bundespräsidentin bei Ihnen die Regierungschefin ist, oder? Die Regierungschefin, ja, die sich jährlich wechselt. Okay, ja. Und zufällig eine der sozialdemokratischen Partei angehört, muss man auch noch sagen, nicht wahr? Und wenn ich da noch anhängen kann, die Interpretation, meine Interpretation von ETA und Ethik, ich sehe ETA. Ich weiß schon, in Deutschland ist ETA der Staatshaushalt. Ich sehe ihn als ETA als Staat. Und wenn der Staat, wie das in der Schweiz der Fall ist und wie es überall, fast überall heutzutage der Fall ist, wenn der Staat einfach die Verantwortung abstößt an den Privatsektor, an die Privatindustrie, an Nestle und an Glencore und an Metallor, an diese Mining Companies, die es in der Schweiz gibt. 25% des weltweiten Kupferhandels werden in der Schweiz abgewickelt, die gar keine Kupferminen haben. Sie sprechen von ganz genau. Glencore. Mindestens 70% des weltweiten Goldes wird in der Schweiz raffiniert. Und da gibt es zurzeit verschiedene Fälle, zum Beispiel von Peru und von anderen südamerikanischen Ländern, wird die Schweiz angeklagt, illegales Goldgeld zu waschen, nicht wahr? Ja. Und es lohnt sich mindestens mal, sich die Frage zu stellen, ob das nicht möglich sein könnte, wenn mindestens 70, gewisse Leute sagen, 90% vom gesamten Gold wird in der Schweiz weiß gewaschen. Also da muss man sich wirklich fragen, was macht die Regierung, dass sie keine ethischen Normen rausgibt, nicht wahr, für diese Unternehmen. Und ich nenne jetzt die Schweiz, weil es mich persönlich betrifft, weil ich einerseits weinen möchte, wie Sie gesagt haben, ich weiß, das nützt nichts, deshalb muss man es in einer Schau breitschlagen, wie eben bei KenFM, denn in der Schweiz würde mich niemand publizieren. Das gibt es einfach nicht. Sie müssen in die Schweiz gehen, dort auch eine Schau machen. Ja. Die Schweiz können uns ja, Gott sei Dank, die Schweiz ist ja auch ans Internet angeschlossen. Das ist ja das Schöne. Es gibt auch immer mehr, die KenFM kennen. Herr König, ich möchte auf ein Buch hinweisen, das Sie geschrieben haben. Wir haben uns vor 4,5 Jahren zum ersten Mal getroffen in einem abgerockten VW-Bus, der noch abgerockter ist, damals in Zürich, und haben auch über schon die Weltbank gesprochen. Das Buch heißt Implosion. Sie haben in Roman Form verarbeitet, Ihre Erlebnisse während Ihrer Zeit in der Weltbank. Ich kann das nur empfehlen. Gibt es nur auf Englisch. Vielleicht können wir es auch ins Deutsche übersetzen. Wir versuchen das. Aber erstmal auch ein Hinweis. Implosion heißt das Buch. Und in Romanform deswegen, weil es kann sonst sehr unangenehm für einen Autor werden, wenn er da so ins Detail geht. Das kann durchaus lebensgefährliche Züge bekommen. Sie sind auch heute hier, weil Sie sind Mitglied der Delphi-Initiative. Delphi deutet schon an, da ist jemand, der orakelt nicht nur, der hat auch klare Tipps. Werden wir auch nachher darüber sprechen. Sie waren in Griechenland, Sie waren noch beratend tätig. Die Frage ist, ob man das, was Sie und andere Ökonom mit Weltruf dort auch der Regierung gesagt haben, Tsipras und Co., ob man das überhaupt hören wollte, ob man sie überhaupt geladen hat. Wir haben es geschafft, diese Menschen zu treffen. Soviel ich weiß, hatte Tsipras und Co. keine Zeit dafür. Vielleicht muss man auch mal darüber reden, ist diese Regierung links, war sie links, was bedeutet Oschi, wenn man später etwas anderes macht. Von der Institution Weltbank kommen wir mal zum IWF.
Herr Wolf, ich weiß, dass Sie den IWF, Sie können ja kurz mal zur Geschichte des IWF was sagen, seit wann es den gibt, dass Sie ihn, glaube ich, ganz fix als einen Kredithai bezeichnen. Wer dorthin geht, der ist sowas von ausgeliefert, der hat die Knarre direkt an der Schläfe, der darf sich nicht wundern. Seit wann gibt es denn diesen IWF? Den IWF gibt es seit der Mitte der 40er Jahre, der ist ins Leben gerufen worden durch die Konferenz von Bretton Woods. Mit der Konferenz von Bretton Woods ist ja ein Weltwährungssystem geschaffen worden, was völlig einmalig in der Geschichte der Menschheit ist, weil eine Währung, nämlich der US-Dollar, zur Leitwährung erklärt worden ist. Das gab es vorher nicht. Also alle anderen Währungen sind durch diese Erklärung zur Leitwährung in Abhängigkeit gebracht worden von dem US-Dollar. Der US-Dollar ist damals noch an Gold gebunden gewesen, alle anderen Währungen sind an den US-Dollar gebunden gewesen. Das System ist dann aufgelöst worden 1971, als die Goldbindung des Dollars aufgehoben wurde. Aber bis dahin hatte der Dollar schon seine Macht voll entfaltet als Reservewährung. Und das ist das Wichtigste an dem Dollar. Der Dollar ist die weltweite Reservewährung. Also alle Zentralbanken der Welt haben einen großen Teil ihrer Bestände halten, die in Dollar. Auch die EZB. Auch die EZB hat über 60%, im Moment 62% oder 63% ihrer Reserven in US-Dollar und ist deswegen auch direkt finanziell von den USA abhängig. Und ich möchte mal darauf zurückkommen, was der Herr Müller gesagt hat und was er gesagt hat, dass sich die Politik seit den 70er und den 80er Jahren irgendwie geändert hat. Und die hat sich geändert, und zwar deswegen, weil sich das Finanzsystem auch völlig geändert hat. Weil seit den 70er Jahren sehen wir, dass die Realwirtschaft immer weniger wichtig geworden ist und der Finanzsektor immer wichtiger geworden ist. Es hat ein Prozess der Finanzialisierung eingesetzt. Ein Prozess der Finanzialisierung und der Globalisierung. Die Globalisierung bedeutet, dass die ganzen Arbeitsplätze aus den Industriestaaten abgewandert oder ausgelagert wurden in Staaten, wo Niedriglöhne nur gezahlt wurden, wie zum Beispiel in China oder heute hauptsächlich in Pakistan, Bangladesch und solchen Staaten. Und neben dieser Globalisierung hat eine riesige Finanzialisierung eingesetzt. Und zwar hat sich der Finanzsektor, der früher gedient hat, um die Realwirtschaft voranzutreiben. Also früher war es so, dass die Banken Kredite vergeben haben, die Unternehmen haben die Kredite genommen und haben damit investiert und dann haben sie auch Arbeitsplätze geschaffen und so weiter. Dieser Finanzsektor hat sich völlig verselbstständigt, ab der Mitte der 70er Jahre ungefähr. In den 80er und Ende der 80er und in den 90er Jahren sind dann die Hedgefonds gegründet worden und es sind Produkte auf den Markt gekommen, die Derivate heißen. Derivate, das sind Options, Swaps, Futures und so weiter. Das sind Dinge, die kein Mensch versteht, aber das Wichtigste, was man daran verstehen muss, ist, das sind Dinge, die haben mit der Realwirtschaft überhaupt nichts zu tun. Das sind Wetten, das sind einfache Wetten. Sie können seit ungefähr 1990 können Sie auf steigende oder fallende Kurse wetten. Früher war es so, dass Sie nur an der Börse Aktien kaufen konnten oder nur Aktien gekauft haben, die dann später auch mehr wert waren. Und wenn diese Aktien dann also sich positiv entwickelt haben, dann haben Sie eine Dividende ausgezahlt bekommen. Heute können Sie auf fallende Kurse wetten. Vorletzte Woche hat ein Hedgefonds in London 200 Millionen Dollar innerhalb von 2 Tagen gemacht, indem er auf fallende Kurse in China gewettet hat. Und dieser Bereich der Derivate, dieser Bereich der Finanz, der reinen Finanzindustrie, die nur ein Spielcasino ist, der ist inzwischen 10-mal so groß wie die Realwirtschaft. Mhm. Die Realwirtschaft umfasst ein Volumen von ungefähr 72 Billionen US-Dollar. Und dieser Derivatemarkt umfasst ein Volumen von ungefähr 700 bis 800, keiner kann das genau sagen, Billionen Dollar. Und der ist völlig dereguliert, völlig unreguliert. Man kann nicht genau sagen, es gibt Schätzungen, dass er inzwischen 1,4 Trillionen genau beträgt. Und niemand kann genau sagen, wie groß der ist, obwohl der so ungeheuer wichtig ist. Mhm. Und in diesem Markt sind nur Spekulanten am Werk, Leute, die im Hintergrund sehr viel Geld haben. Hedgefonds sind ja nichts anderes als die Vermögensberatungen von Milliardären. Ja. Das heißt, Milliardäre schaufeln ihr Geld in mehrere Hedgefonds und die mehreren Hedgefonds, die geben das Geld dann in die Firmen hinein, aber nicht mit dem Ziel, irgendwo Arbeitsplätze zu schaffen, sondern möglichst schnell eine Rendite rauszuziehen. Der größte Hedgefonds der Welt ist BlackRock, der ist an allen DAX-Unternehmen in Deutschland mit mindestens 5% beteiligt. Also, ich halte es schon für richtig, was Sie sagen, dass diese Ausdehnung des Finanzsektors eine wesentliche Rolle spielt. Aber das Entscheidende, was ich finde, wo ich auch Ihnen gar nicht widersprechen will, ist, dass wir ja beobachten müssen, dass diese ganzen Wetten und alles das nur deshalb so funktionieren, weil wir als Steuerzahler im Krisenfall eingetreten sind. Also das ganze Geschäft basierte doch auch auf dieser Art von politischer Korruption, die stattfindet. Also wenn unsere Regierung uns erklärt, jede Bank in Deutschland ist systemrelevant, was sie uns 2008 erklärt hat und 2007 schon, da wurde dann die IKB, die Industriekreditbank, gerettet mit 10 Milliarden, war eine lächerliche kleine Bank in Düsseldorf, die ganze deutsche Wirtschaft saß im Aufsichtsrat
Und dann haben wir sie gerettet, damit die alle nicht so alt aussehen. 10 Milliarden für so ein Ding. Und dann kam 2008 die Hypo Real Estate in München dazu. Da sind wahrscheinlich inzwischen, das kommt nie so ganz raus, 100 Milliarden hingeflossen. Also ich will ja nur ergänzen, was Sie sagen, das korrupte politische System, dass wir solche Spekulationen retten, kommt hinzu zu dieser Ausweitung des Finanzsektors. Und im Falle Griechenlands ist es ja besonders absurd, dass diese Ausweitung des Finanzsystems, dass man da Kredite gegeben hat an Griechenland, dass das ja dann zum Skandal geworden ist, als diese privaten Kredite von Banken dorthin umgewandelt worden sind in Forderungen von uns Steuerzahlern dahin. Das heißt, die Schulden Griechenlands sind plötzlich Schulden an die öffentliche Hand in Europa geworden, statt an Paribas oder an andere Banken, Deutsche Bank und so weiter. Und dieses Eintreten von uns, der Öffentlichkeit, dem Steuerzahler, für diese Wettschulden, das ist dann der zusätzliche Skandal zu der Ausweitung. Vielleicht darf ich da noch etwas ergänzen. Vielleicht muss man da noch wissen, warum ist es überhaupt so weit gekommen. Weil mit der Auflösung des Goldstandards in 1971, da hat sich nicht nur die USA sehr viel Geld damit ergattert, weil der Marktpreis des Goldes, der damals mit 35 Dollar pro Unze festgelegt wurde, hat sich praktisch verzehnfacht. Und Amerika hat begonnen, seinen Goldvorrat zu verkaufen und zum Teil natürlich ein bisschen von den Schulden des Vietnamkriegs zurückzubezahlen, aber vor allem, um viel mehr Geld in Umlauf zu setzen. Und den zweiten Schritt, und damit hat sich dann also praktisch eine Fiat-Währung ergeben. Fiat heißt also, man glaubt einfach daran, die Regierung macht das Geld, das ist mit dem Euro heutzutage genauso, das Geld wird produziert praktisch im Computer. Und dann, das hat sich dann noch im zweiten Schritt der Deregulation während der Clinton-Regierung in den 90er Jahren noch verschlimmert, wo die Banken praktisch total dereguliert wurden und freie Hand hatten, so viel Geld, wie sie wollen, praktisch zu kreieren. Herr König, ich möchte hier kurz reingrätschen. Wir hatten das in der Geschichte ja schon mal und da gab es ja einen amerikanischen Präsidenten, der genau das eingesetzt hat, das reguliert wurde. Können Sie kurz mal da zurückgehen, dass man sich die Frage stellt, warum wurde das rückgängig gemacht? Weil man wusste doch, zu welchem Ergebnis das führen muss. Ja, das war 1933, wenn ich mich richtig daran erinnern kann. Da wurde im Prinzip das haben Sie aber nicht erlebt. Das habe ich nicht erlebt. Das habe ich gelesen. Nee, und das wurde damals praktisch zum Schutz vor einer weiteren Börsenkrise, wie die damals hieß, 1928, wurde dieser Akt eingerufen. Glass-Steagall-Act eingerufen. Und der hat also die Limitierung der Banken prophezeit. Mit anderen Worten, eine Bank musste ein gewisses Kapital haben und eine Rücklage haben, um Geld zu produzieren, das heißt, um Darlehen zu machen. Und das ist heute total weg. Und was noch dazu kommt, ist, dass nicht nur ist es in den USA abgeschafft worden, es gab plötzlich da ein praktisch ungeschriebenes Gesetz, was praktisch niemand weiß, dass die World Trade Organization hat allen Ländern, die Mitglied sind und werden wollen, auferlegt, dass sie ihr Bankensystem deregulieren müssen. Und nur auf diese Art und Weise ist das Bankensystem globalisiert worden. Das heißt, es ist total verknüpft und jede Bank kann machen, was sie will. Und jetzt geht es also, der dritte Schritt, der jetzt noch dazu kommt und mit dem wir seit August dieses Jahres rechnen müssen, ist der sogenannte Haircut. Das ist ein derogativer Ausdruck, der wurde angewandt zum ersten Mal in Zyprus. Vor zwei Jahren, 2013. Mit anderen Worten, das heißt, dass die Banken, die werden jetzt nicht mehr vom Steuerzahler gerettet, sondern die retten sich selber, indem sie den Hinterlegern das Geld klauen. Buchstäblich entweder den Depositoren das Geld wegnehmen oder den Aktionären ihre Aktien wegnehmen und damit sich retten.
Seit dem August dieses Jahres hat die Europäische Kommission im Prinzip eine Gruppe von Leuten, die nicht gewählt sind, die absolute Schurken sind in meinen Augen. Entschuldigung, dass ich den Ausdruck brauche. Ich werde da ein bisschen emotional darüber. Das gehört aber zum Thema. Das gehört zum Thema. Die haben entschieden, dass das jetzt die Regel wird. Mit anderen Worten, ich verwundere mich, dass niemand bis jetzt das gemerkt hat und auf die Banken rennt und das Geld abzieht und es unter die Matratze legt oder in irgendetwas investiert, was man braucht. Denn das Geld ist auf den Banken nicht mehr sicher. Und dazu kommt jetzt noch etwas Neues, und das ist der vierte Schritt, mit dem wir rechnen müssen. Das ist die Elektronisierung des Geldes. Ja. Es besteht ein Trend dafür, dass das Bargeld verschwinden soll. Das heißt, aus hygienischen Gründen. Aus hygienischen Gründen, genau. Habe ich schon gehört als Argument. Ja, ich habe es auch schon gehört. Es ist unglaublich. Unglaublich. Die Leute glauben das. Nein, aber zur totalen Kontrolle. Es gibt jetzt schon in Frankreich, kann man keine Rechnung oder nichts mehr bezahlen mit mehr als 1.000 Euro Cash. Mhm. Alles andere muss über eine Bank laufen. Und die Cash-Automaten, die werden immer teurer werden. Also das heißt, dass sie nicht mehr daran interessiert sind, Geld abzuheben von den Cash-Automaten, sondern eher eine Kreditkarte bauen. Da können sie überall hin verfolgt werden. Man kann ihnen auch das Geld blockieren. Letztlich kann jemand wie der Staat, der keine Ethik mehr hat, kann ihr Geld auf der Bank blockieren und nehmen. Das ist im kleinen Rahmen jetzt für uns das genau dasselbe, was die USA bereits machen mit ihren Sanktionen an Russland. Mhm. Das heißt, der einzelne Bürger kann sanktioniert werden, wenn er aufmüpfige Radio- oder Fernsehprogramme und Internetprogramme macht. Mhm. Sein Geld kann blockiert werden. Mhm. Das hat man sehr gut. Das haben die Europäer, also diese Vassalstaaten von Europa, die kann man nicht anders nennen, die sind total ohne Rückengrat. Die machen alles, was Amerika verlangt. Die haben also daraus gelernt und machen jetzt das mit der Bevölkerung. In Amerika ist dasselbe Gesetz gültig natürlich. Also. Und das finde ich, das geht also in eine Richtung, wo der normale Bürger, also der Bürger von der Straße, wie wir alle sind, das wissen sollen. Mhm. Wir sollten darüber Bescheid wissen, was los ist, was im Hintergrund hinter der Kulissen laufen. Herr Giannis, ich möchte hier mal eingreifen. Sie sind ja Professor und haben mit Studenten zu tun, die ja das Land verändern sollen. Ich habe schon sehr, sehr lange keine Studentenproteste mehr gesehen. Es lag oft am schlechten Wetter. In Kombination mit Love Parade wäre es möglicherweise gegangen oder wenn das neue iPhone draußen wäre und am Apple Shop vorbeiführt. Ist eine böse Bemerkung, aber vielleicht können Sie mal aus Ihrem Alltag erzählen. Sie sind ja jemand, der eben auch politisch denkt. Das darf man ja auch als Professor oder als Mediziner. Aber es ist wahnsinnig schwierig, Studenten für Politik zu interessieren, auch Kollegen für Politik zu interessieren. Die interessieren sich offensichtlich nur noch für ihr Fachgebiet. Warum ist das so? In der Odyssee von Homer gibt es einen schönen Satz, den ich immer wieder zitiere, weil ich gehöre zu den politischen Menschen, die auch Farbe bekennen. Und es gibt einen schönen Satz: Satt und ignorant haben sie sich schlafen gelegt. Und das ist genau das, was wir in unserer Gesellschaft feststellen. Den Leuten geht es zu gut. Sie sind... Da widerspreche ich. Vielen geht es so gut. Was die Studenten angeht, meine Erfahrung ist, ich will jetzt nicht sagen, die Studenten von heute, das will ich so nicht machen. Aber durch diese Zusammenhänge, die Sie eben so schön beschrieben haben, und Sie auch zum Teil, die Leute, die Studenten haben im Auge den späteren Beruf. Mhm. Und bereits also diese Kontrollmechanismen, die eben angesprochen wurden, auch subtile Kontrollmechanismen, sorgen dafür, dass der Mund gehalten wird. Und die Studenten, die protestieren nicht mehr. Die protestieren für kleine Belange, wenn sie also möglicherweise billiger sind. Aber es ist eben ein Unterschied, ob man sagt, sie sind satt oder ob man sagt, sie müssen darauf achten, dass sie später einen Beruf bekommen. Beides vermischt sich ja. Und ich würde nicht sagen, dass alle deutschen Studenten satt sind, nicht mal ein großer Anteil, sondern dass es viele davon gibt, die durchaus in schwierigen Verhältnissen sind, die aber genau wissen, sie müssen sich anpassen, um dann bei der Berufswahl auch wirklich erfolgreich zu sein. Das ist ein kleiner, großer Unterschied. Und ich wende mich ein bisschen dagegen, weil das dieses, wir sind satt, wir leben über unsere Verhältnisse und so weiter, das ist die typische neoliberale Propaganda.
die ich Ihnen nicht unterstellen will, muss ich ausdrücklich sagen. Aber das ist ja so etwas, was uns eingetrichtert wird, auch jetzt wieder. Uns geht es allen gut, ja. Stimmt überhaupt nicht. Uns geht es nicht allen gut. Uns geht es gut, die wir hier in der Runde sitzen. Aber ganz vielen Leuten draußen im Lande oder vielen Leuten geht es eben nicht so gut. Das ist zunächst mal festzuhalten. Und ich kritisiere nicht Ihre These, was die Studenten und ihr Streben betrifft und auch was die Entpolitisierung betrifft. Das ist völlig richtig beobachtet. Da will ich nicht widersprechen. Die Politisierung der Studenten ist nicht mehr sexy. Ja. Ganz einfach. Ja. So ist das. Und ich kann von Sattheit, Saturiertheit oder Hunger, ich kenne das Spiel. Ja. Und ich kenne die Situation in meinem Lande. Ich weiß, wie ich aufgewachsen bin, mit was für ein Sattheitsgefühl oder nicht. Und ich weiß, wie es den Leuten hier geht. Ich empfehle auch vielen Studenten, jungen Leuten, auch ins Ausland zu gehen. Ein bisschen so im Süden, ja. Ein bisschen so im früheren Ostblock, um zu gucken, wie gut sie es hier haben. Also in meinen Augen, und erlauben Sie mir, ja, das Ganze nicht mit den Augen eines Deutschen zu sehen, sondern mit den Augen eines Griechen, der hier als Grieche gekommen ist mit 18 und dann den Marsch durch die Institutionen gegangen ist. Mhm. Ich habe meinen Mund nie gehalten. Mhm. Und deswegen bin ich auch so gekommen, wo ich gekommen bin. Ja. Mhm. Und ich bin auch froh, dass ich also keinem verpflichtet bin. Und ich bin auch froh, dass ich so weit gekommen bin, ohne dass mein Rückgrat ziemlich verweichlicht ist. Und das verkennen viele Leute. Insbesondere die Jungen, die meinen, je angepasster sie sind, desto besser kommen sie vorwärts. Das ist Pustekuchen, so geht es nicht. Mhm. Auch diese Arbeitgeber brauchen Leute, die Rückgrat haben und auch ihre Interessen durchsetzen müssen in einer Fabrik, in einem Betrieb. Und, ja. Und das geht nicht mit Weicheiern. Das geht nicht. Herr Jannis, Herr Professor Jannis, Sie haben ja selber 5 Kinder. Ich glaube, zum Teil im heiratsfähigen Alter. Ist Politik da ein Thema bei Ihnen? Es ist sicherlich ein Thema, aber sicherlich nicht mit derselben Intensität, wie ich mich mit meiner Frau darüber unterhalte. Mhm. Und auch bei meinen Kindern sehe ich auch, sie haben ihre Gedanken, sie äußern sie, aber in den meisten Fällen so sehr zivilisiert. Sehr zivilisiert. Im Gegensatz zu dem Vater. Ja, ich möchte mal auf Zerrissenheit kommen. Sie können es ja in der eigenen Familie, können Sie es ja spüren, weil Ihre Kinder sind ja nicht deutsch oder griechisch, sondern sind griechische, deutsche, deutsche, Griechen, wie immer Sie das wollen. Und je nachdem, was passiert, macht das was. Da sind wir bei einem wichtigen Thema. Also als der Euro eingeführt wurde, Herr Albrecht, Herr Müller, die Frage geht an Sie. Da dachten wir ja alle, so wurde es uns verkauft, endlich einen wir uns und wir haben ja alle dieselben Werte und wir müssen ja feststellen, dass der Euro inzwischen zu einem Spaltpilz geworden ist und was wir hier überhaupt gar nicht mehr sind, dazu kann man die Bildzeitung mal sehen, dass wir solidarisch sind mit anderen Völkern. Ja, Sie haben uns ja auch ein Foto mitgebracht, was wir vielleicht gleich mal zeigen können. Ja, also der Euro entwickelt sich doch als ein Spaltpilz. Hätten Sie damit gerechnet, als er eingeführt wurde oder waren Sie nie so naiv? Als er eingeführt wurde, habe ich das Defizit gesehen und das Defizit war damals schon erkennbar, dass hier Länder zusammengefügt werden, die einen divergierenden Standard der Wettbewerbsfähigkeit haben. Und es war mir klar, damals 2000, 2001, habe ich mit Flassbeck auch ganz früh mal ein Essay geschrieben, sogar in der FAZ gehabt darüber, dass man schauen muss, dass diese Wettbewerbsfähigkeit im Geleitzug bleibt oder wieder wird. Das ist das eigentliche Problem. Wir haben eine gemeinsame Währung, haben aber nicht annähernde Wettbewerbsfähigkeiten in diesem Gleitzug. Und deshalb, je mehr das auseinanderdriftete und je mehr wir die Löhne festgehalten haben bei uns, eine schlechte Lohnentwicklung, und andere haben ein bisschen mehr zugegriffen, umso mehr lief das auseinander. So dass jetzt wir halt eine große Exportnation sind. Da kam die Propaganda dazu, dass das angeblich was Tolles ist, wenn man Exportüberschüsse hat. Ja. Und wir haben im Grunde Arbeitslosigkeit exportiert. Das muss man ganz klar sehen. Jeder Exportüberschuss ist auch Export von Arbeitslosigkeit. Mhm. Und das war eine Fehlentwicklung. Das liegt nicht am Euro selbst, sondern es liegt daran, dass die Verantwortlichen geschlafen haben. Der Finanzminister Eichel, der Finanzminister Schäuble, Finanzminister Steinbrück und die Europäische Kommission, die ja eigentlich dafür
auch da sein sollte, für dieses Gleichgewicht zu sorgen. Und die Eurogruppe sowieso, die haben das versäumt. Das liegt nicht am Euro selber. Und da an diesem Draufschlagen auf den Euro mache ich nicht mit, weil es eigentlich was Vernünftiges ist, dass man eine gemeinsame Währung hat. Aber das will ich niemandem vorschreiben, dass er es nicht macht. Also nur ich mache es nicht mit. Jetzt aber mal noch schnell zu was eben, was das Verteufelte ist daran, ist, dass wir eben bei uns in Deutschland Leute am Drücker haben, die diese Fehlentwicklung offenbar mitgemacht und haben und jetzt genießen. Und dazu habe ich das Foto mitgebracht. Sieht man das schon? Können wir vielleicht mal zeigen? Ja, ja, vielleicht können Sie also das sagen. Das ist ein Foto, das war im Stern. Und das hat der Redakteur des Stern, Arno Luik, dem Varoufakis bei einem Interview vorgelegt. Und das zeigt Herrn Schäuble und den Eurogruppenchef Dijsselbloem und den estländischen Finanzminister. Mhm. Als, ich sage das in den Worten von Varoufakis, der hat gesagt, als Griechenland am Galgen hing, und ich ergänze es, als klar war, dass noch mehr Leute noch mehr leiden müssen in Griechenland, und sich umbringen oder arbeitslos werden und ihnen die Rente gekürzt wird, da haben diese Leute sich so gefreut. Und das zeigt eigentlich ganz viel zu unserem Thema heute Abend. Ja. Wir haben offenbar unterschiedliche Haltung, absolut, was Ethik angeht. Nee, wir haben amoralische Leute an der Spitze. Klar. Wir haben wirklich absolut. Das ist doch was Sie hier sehen. Also wenn mich jemand fragen würde, wie sieht der Leibhaftige aus, dann würde ich sagen so. So Sie können sich unterhalten, Sie müssen mich nicht fragen, aber die Frage geht an Sie jetzt trotzdem, Herr Wolf. Ist Herr Müller naiv? Waren die nicht immer schon so, nur dass wir den jetzt kennen? Ich meine IWF. Also meine Meinung, waren die früher nicht viel besser vom IWF. Nicht? Also, aber es gibt schon eine graduelle Abstimmung. Und es ist einfach so, dass heute Politiker in meinen Augen nichts anderes sind als die willfährigen Exekutivorgane der Finanzindustrie. Also der Spielraum, den Politiker heute haben, der ist sehr gering. Und deswegen gehen auch nur noch solche Leute in die Politik, die in diesem geringen Spielraum dann auch noch leben mögen. Das heißt, die wissen von vornherein, wenn sie heute in die Politik gehen, dann wissen sie von vornherein, dass sie so und so viel Lügen unter den Leuten verbreiten müssen. Also wer heute mit gewissen moralischen oder ethischen Vorstellungen in die Politik geht, der ist auch 10 Minuten später wieder draußen. Man bleibt nur drin, wenn man akzeptiert diesen ganzen Doublespeak, der da, Orwellsche Doppelsprech, was da benutzt wird. Man braucht bloß an denken jetzt bei der Griechenland-Rettung, wie oft das Wort Hilfsprogramme da in den Mund genommen wurde. Es gibt keine Hilfsprogramme. Es hat nie ein Hilfsprogramm für Griechenland gegeben. Es hat Knechtungsprogramme gegeben. Es hat Programme gegeben, um Griechenland zu erpressen und Griechenland zu erwürgen. Aber es gab kein einziges Hilfsprogramm. Der IWF und die Troika ist ja nichts anderes als der verlängerte Arm. Vielleicht sollte man eine Frage noch mal stellen, das ist nämlich ganz interessant. Warum der IWF bei der Griechenland-Rettung eigentlich dabei ist? Weil Griechenland ist Teil der Eurozone. Das heißt, die EU, das versteht man, warum die EU in der Troika mit drin ist. Man versteht auch, warum die EZB, weil die ja für die Währung des Euro zuständig ist, warum die dabei ist. Warum ist der IWF dabei? Kann ich Ihnen auch sagen, warum der dabei ist. Der ist deswegen dabei, weil es nämlich auch die amerikanischen Großbanken betrifft. Weil ein Großteil der griechischen Schulden bei amerikanischen Großbanken rückversichert ist. Und wenn Griechenland den Bach runtergeht, das kann ich Ihnen versichern, dann gehen die 6 großen amerikanischen Banken ebenfalls den Bach herunter. Deswegen müssen die Amerikaner dafür sorgen, dass Griechenland auf jeden Fall erhalten bleibt. Und im Moment gibt es ja diesen Disput zwischen dem IWF und der EU, dass der IWF sagt, also wir wollen, dass die EU diese ganzen Schulden nimmt, dass es einen Haircut gibt und so weiter. Das ist ein reines Machtspiel zwischen dem IWF und der EU. Der IWF weiß ganz genau, dass man Griechenland niemals wird fallen lassen können. Genau. Dazu ist es auch noch so, dass der IWF seine Schulden vertraglich so abgesichert hat, dass die Schulden beim IWF vor allen anderen Schulden immer und ewig bezahlt werden müssen. Also jedes afrikanische Land, was Schulden hat, überall in aller Welt, muss immer die Schulden des IWF zuerst bedienen. Und genauso ist es im Fall Griechenland. Herr Wolf, aber ich möchte auch anführen oder betonen oder unterstreichen, für mein Land
gibt es keine Perspektive, ganz einfach. Im Moment nicht. Die Perspektive ist letzte Woche aufgegeben worden. Letzte Woche haben der ESM und der IWF deklariert, dass eine neue Bewertung der Schulden Griechenlands vorgenommen wird. Bisher war es die Schuldenquote, die gezählt hat. Ich will das mal kurz erklären. Die Schuldenquote eines Landes, das ist die Menge der Schulden im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Das Bruttoinlandsprodukt, das ist die Summe aller produzierten Waren und aller erbrachten Dienstleistungen. Also wenn dieses Verhältnis 100% überschreitet, dann heißt es in der Volkswirtschaft, dieses Land kann seine Schulden nicht mehr zurückbezahlen. Am Anfang der Griechenland-Krise jetzt war der Schuldenstand schon 120% für Griechenland. Nach den 6 Austeritätsprogrammen betrug dieser Schuldenstand 180%. Mhm. Jetzt mit dem neuen Programm beträgt er 220%. Genau. Das heißt, es ist völlig verloren, das Land. Und deswegen hat der ESM jetzt dem IWF offiziell vorgeschlagen, richtet euch nicht mehr nach der Schuldenquote. Und tatsächlich, der Klaus Regling, der Chef vom ESM, hat sich doch nicht entblödet, vor die Kameras zu gehen und zu sagen, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben bisher die Schuldenquote betrachtet. Das war völlig falsch. Wir müssen den Schuldendienst betrachten. Und von jetzt an gilt nur noch der Schuldendienst. Der Schuldendienst bedeutet, dass die ihre Zinsen auf die ganzen Schulden bezahlen können. Und die Zinsen sind jetzt extra so niedrig eingesetzt worden, nämlich mit 1%, dass Griechenland die tatsächlich noch aus den Rentnern und Kranken und so weiter da rauspressen kann, um diesen Schuldendienst zu leisten. Die Tilgung der Schulden, die beginnt sowieso erst ab 2024 und die Schulden sind inzwischen erstreckt bis ins Jahr 2054, glaube ich, und die sollen im Oktober und November noch weiter nach hinten geschoben werden. Das heißt, den Kindern und den Enkeln werden diese Schulden aufgebürdet, nur um die Macht der Banken zu erhalten. Also trotzdem, ich möchte nochmal sagen, für die Griechen gibt es keine Perspektive und Null. Ich habe immer wieder gesagt, für die nächsten 200 bis 300 Jahre werden wir in Griechenland solange dieses System Hilfe brauchen. Genau. Ich möchte aber einen Satz auch zu diesem Bild, das Sie eben gezeigt haben. Vielleicht kann man das nochmal zeigen, weil der Satz passt jetzt sehr schön dazu. Ist es möglich, dass man das Bild... Das ist technisch alles möglich. Gut, also ich habe jetzt kürzlich also einen Film, einen Bericht von Stefan Lambim über den Schäuble, Dr. Schäuble gesehen. Und was mich schockiert hat, war ein Satz zu Beginn des Films, ist ein bisschen leise gesprochen. Und da sagt Dr. Schäuble Folgendes: Ich bin so abgehärtet in einem langen, bösen Leben, dass man mir nichts antun kann. Mhm. Und ich sage, man muss ja kein Psychologe, kein Psychiater, kein Mediziner sein, um zu erkennen, wenn ein Mensch sein Leben als böse bezeichnet, kann er sich selbst nicht lieben. Und wenn er sich selbst nicht lieben kann, kann keine Empathie zeigen. Herr Dr. Schäuble wird durch Hass getrieben und durch seine doch negative Vergangenheit. Er ist nicht dazu gekommen, was er sich erträumt hatte. Das ist auch da klar herausgekommen. Und er erweist, wenn er einen Dienst erweist, einen Dienst den Deutschen. Aber er ist der Totengräber der Europäischen Union. Das ist so. Und wenn Sie die Mühe sich machen und im Süden gehen und über Europa reden, über die EU, dann bilden sich die Leute immer Austerität, Krankenversicherung ist nicht da, hungernde Leute, die sammeln bei uns das Brot, also in Athen oder in Städten, da müssen Sie sich das vorstellen, in Europa. Wir leben 2015 und ich habe das mit meinen Augen gesehen. Aus den Restaurants, das Brot des vergangenen Tages, das ist nicht mehr frisch, wird nicht mehr in den Mülleimer geschmissen, sondern in eine Plastiktüte neben dem Mülleimer gehängt. Dann kommen immer Leute und holen sich das. Ich schäme mich fremd für diejenigen, die das verbockt haben. Und ich werde häufig gefragt, was ist Schuld, wer ist Schuld dran? Und ich sage das, was Sie am Anfang oder vor wenigen Minuten gesagt haben. Ich sage, ich kann jetzt viel darüber reden, aber ich sage einen Satz. Korrupte griechische Politiker und griechische Oligarchen und griechische Banker haben sich zusammengetan mit korrupten EU-Politikern, ich halte mich ein bisschen jetzt zurück, ich kann es aber noch besser sagen, mit korrupten EU-Politikern und Bankern und Oligarchen haben sich zusammengetan und haben das Land kaputt gemacht. Mhm. Und merkwürdigerweise, in diesen 5 Jahren, wo die Troika oder 6 Jahre bei uns gewesen ist, hat keiner von diesen reichen Menschen, keiner dieser Oligarchen, irgendetwas Negatives erfahren müssen. Sein Geld oder deren Gelder wurden mehr und nicht weniger. Dagegen das Geld der ärmeren Leute wurde weniger und sie wurden dann mehr. Welche Politik wird hier verfolgt? Was wird in Europa für ein Exempel statuiert? Ist das Europa, was wir uns so erträumt haben? Es ist nicht mein Europa.
Ich will aber jetzt nicht unbedingt die EU-Beauftragte der Amerikaner zitieren mit diesem schönen F-Wort über die EU. Aber dieses Wort zirkuliert im Süden und nicht nur in Griechenland, sondern im gesamten Süden Europas, der von Zypern beginnt, so nach Griechenland weiterläuft, Italien, Spanien, Portugal und endet irgendwo in Irland. So weit ist der Süden. Und Frankreich. Ja, Frankreich habe ich vergessen. Ich möchte eine Frage in den Raum werfen, da können Sie sich jetzt alle beteiligen, das muss nicht immer über mich laufen. Hat das möglicherweise, was wir hier an Druck auf dem europäischen Kessel erleben, hat das möglicherweise mit unserem Wirtschaftssystem zu tun? Absolut. Ja, absolut. Das ist das völlig aus den Fugen geratene System, was heute von der Finanzindustrie beherrscht wird. Man muss sich also mal ganz kurz zu einigen Entwicklungsschritten. Also die Finanzialisierung des Kapitalismus hat in den 70er Jahren eingesetzt. In den 90er Jahren sind dann die Hedgefonds ganz groß geworden. Dann ist die Deregulierung weltweit weit vorangeschritten. Also der Bill Clinton hat diesen Glass-Steagall Act aufgehoben, die Deregulierung also wirklich Tür und Tor geöffnet weltweit. Und dadurch ist dieser Finanzsektor vollkommen explodiert. Der erste große Einbruch ist 1998 erfolgt. Da ist nämlich ein Hedgefonds, der Long-Term Capital Management Hedgefonds, pleite gegangen. Und der musste von den Banken der Wall Street gerettet werden, weil sonst das Weltfinanzsystem zusammengebrochen wäre. Weil also die ganzen ein Hedgefonds? Ein einziger Hedgefonds hätte das gesamte Weltfinanzsystem in den Abgrund gerissen, weil dessen Schulden rückversichert waren über Kreditausfallversicherungen, hauptsächlich damals bei Goldman Sachs. Und da sind die ganzen Banken in der Wall Street zusammen, haben sich zusammengetan und haben diesen einen Hedgefonds gerettet. Die einzige Bank, die damals nicht mitgemacht hat, war übrigens interessanterweise Lehman Brothers. Die haben es dann bitter bereut, paar Jahre später. Weil nämlich 2007, 2008 war es das zweite Mal, dass das Weltfinanzsystem wirklich auf der Kippe gestanden hat. Damals hätte es aber nicht mehr ausgereicht, dass die Banken das Weltfinanzsystem gerettet hätten. Deswegen mussten die Staaten über die Zentralbanken einspringen. Und die mussten also irrsinnige Mengen an Geld reingeben. Die mussten in den USA mussten sie Goldman Sachs retten. Da mussten sie AIG, das ist der größte Versicherer der Welt, den mussten sie retten. Alles deswegen, weil die über lauter Kreditausfallversicherungen... Was sind das für Summen, über die wir hier reden? Wir reden jetzt über Hunderte von Milliarden bis hin im Billionenbereich. Die aber relativ schnell dann geflossen sind, um zu retten. Ein kleines Beispiel jetzt mal, um auf die Schweiz zurückzukommen. Es ist interessant, in der Schweiz gibt es die direkte Demokratie. Da wird über jedes Turnhallendach wird landesweit entschieden. Aber als die UBS im Zuge der amerikanischen Hypothekenkrise plötzlich also in ganz großen Schwierigkeiten waren und über Nacht 56 Milliarden US-Dollar brauchte. Bitte? Wie war das im Mittelteil? 56 Milliarden US-Dollar brauchten die über Nacht. Da war das Geld innerhalb von 24 Stunden über ein Konto auf den Cayman-Inseln verfügbar. Da kann man auch mal sehen, wie die Demokratie heute ausgehöhlt wird durch die Finanzindustrie. Und die Politiker, genau, die stellen sich dann vor die Kameras und sagen, ja, das ist einfach eine Notwendigkeit, weil wir müssen mit diesen Notwendigkeiten leben. Diese Notwendigkeiten bestehen aber darin, dass dass es ein Promille oder weniger als ein Promille der Menschheit, unvorstellbar reiche Investoren ihr Geld überall platzieren und dass mit diesem Geld einfach gearbeitet wird. Das Problem dabei ist, dass diese Leute, die mit dem Geld arbeiten, ja immer irgendwelche Manager sind, die selber nur über Boni oder über hohe Gehälter daran teilnehmen, an dem ganzen Profit. Dass die wirklichen, die tatsächlichen Drahtzieher, die das ganze Geld liefern, dass die im Hintergrund bleiben. Also die ganz wirklich reichen Familien, die finden Sie auch nicht in der Forbes-Liste. Ja, die haben das Geld da gar nicht vorzukommen. Da finden Sie immer Bill Gates an erster Stelle mit seinen inzwischen 76 oder 86 Milliarden. Aber es gibt in Amerika Familien, die sind unendlich viel reicher. Weil wenige Leute wissen, dass die Zentralbank der USA in privater Hand ist. Also die Zentralbanken der Welt sind alle staatliche Banken bis auf zwei. Die eine, das ist die belgische, die gehört zur Hälfte privaten Investoren. Und die Federal Reserve System, seit 1913 im Betrieb, gehört privaten Familien. Und das ist die einzige Institution, die in den USA befugt ist, Dollar herauszugeben. Die geben aber für jeden Dollar, muss das Finanzministerium denen einen, früher mussten sie eine Steuer bezahlen, heute müssen sie einfach nur noch einen kleinen Obolus dafür hinlegen, eine Lizenzgebühr dafür bezahlen. Aber Herr Wolf, wenn wir alle abhängig sind von privaten Bankern, waren wir je in der Demokratie? Wir sind es jedenfalls jetzt nicht mehr. Also es ist warm. Die Demokratie ist ja auch so ein Ding, die ist ja nicht einfach uns von Gott gegeben worden, sondern die ist erkämpft worden. Die ist ja hauptsächlich von der Arbeiterbewegung, also von der SPD in ihren Glanzzeiten, sind diese ganzen demokratischen Dinge ja erkämpft worden. Oder von den Gewerkschaften. Aber inzwischen ist ja die Finanzindustrie so stark. Wenn Sie heute die Nachrichten einschalten, dann sehen Sie, jedes dritte Wort ist immer, was sagen denn die Finanzmärkte dazu? Vor 15 Jahren ist das Wort Finanzmärkte nie in den Nachrichten vorgekommen. Heute ist das immer das Entscheidende.
entscheidende Wort. Was sagen die Finanzmärkte? Das heißt, was sagen eigentlich die milliardenschweren Investoren im Hintergrund? Mhm. Was sagen die Hedgefonds? Mhm. Und da haben sich auch einige Banken entwickelt, die völlig aus den Fugen geraten sind. Also wo wir hier in Deutschland sind, die Deutsche Bank, die verfügt über ein Volumen bei den Derivaten, was inzwischen bei 50 Billionen Euro liegt. Das ist das 18- bis 19-fache des deutschen Bruttoinlandsproduktes. Mhm. Das zeigt, welche unvorstellbare Macht die haben. Mhm. Es gibt eine gute Anekdote, als 2008 Frau Merkel mit Herrn Ackermann sich zu einer Krisensitzung getroffen hat. Ich weiß nicht, ob die Anekdote stimmt, aber für mich hat sie unglaublichen Symbolcharakter. Da ist an einer Stelle der Diskussion Herr Ackermann aufgestanden und hat wütend den Raum verlassen. Und da ist Frau Merkel hinter ihm hergelaufen. Das zeigt doch, wie die wirklichen Machtverhältnisse in diesem Lande sind. Also da muss ich noch dazu ergänzen, zu den Machtverhältnissen gehört auch, dass 14 Tage später, oder 12 Tage später, die Frau Merkel die deutschen Chefredakteure eingeladen hat, um sie zu briefen, um sie darauf einzunorden, einzustellen, dass ja nichts Böses über diese Rettungsaktion, da ging es ja um HRE, um diese Hyperreal Estate, genau, verlautet. Das heißt, das muss man immer verknüpfen, die Macht der Finanzindustrie, mit dem völlig so, wie sie schilden, mit dem, was die Medien machen. Ja. Also dann schweigen zu einem solchen Vorgang. Aber die Medien sind ja auch in der Hand dieser Finanzindustrie. Okay. Die gehören ja im Hintergrund auch alle wirklich ultrareichen Investoren. Völlig richtig. Aber es ist schon ein etwas anderes Segment und beides spielt zusammen. Und das macht unser Elend aus. Darf ich eine Frage stellen an die Ökonomen? Welchen Sinn hat eine parlamentarische Demokratie in einem überschuldeten Land so wie Griechenland oder Italien? Oder nur, Spanien. Nur den Sinn, heute nur noch den Sinn, die Leute zu täuschen. Dann schaffen wir sie ab. Ja, wie wollen Sie das machen? Wollen Sie den Obristen das übergeben oder wie? Leider führt das System im Moment in die Richtung. Also wenn es nicht eine ganz gewaltige Erschütterung gibt, dann werden wir faschistische Diktaturen zu hoffen. Ich erwähne das deswegen, weil viele Leute vergessen das. In meinem Land sitzt die Nazi-Partei mit 8-9% im Parlament. Die goldene Morgenröte. Okay, das sind Faschisten und die sitzen im Parlament mit 8-9%. Und das ist eine bedrückende Tatsache. Und diese Finanzsituation hat es dazu gebracht, dass diesen Leuten quasi Auftrieb gegeben wird. Und wir müssen aufpassen. Und das andere, ich nehme das halt die Möglichkeit wahr, ist durch diese Umschuldung, die privaten Banken, die Schulden sozialisieren, wie sie das immer gemacht haben. Es ist etwas Grausames passiert. Es wurde das deutsche Volk gegen das griechische Volk gehetzt, aufgehetzt. Und das hätte nicht passieren dürfen. Und es gibt ein Organ, das heißt Bild-Zeitung, und dieses Organ hat dem zarten Pflänzchen der griechisch-deutschen Beziehungen einen schlimmen Dienst erwiesen. Mhm. Und es wurde natürlich also unterstützt von Spiegel und anderen Organen wie Süddeutsche Zeitung, die alle in dieselbe Kerbe gehauen haben. Ja? Der Fehler liegt aber auf der Seite, die den Griechen diese Darlehen überhaupt ermöglicht hat. Und sie wussten genau, was sie machen mit diesen Darlehen. Sie wussten, dass Griechenland eines Tages in die Situation kommen würde, in der es gekommen ist, wo das Wasser ist privatisiert worden, jetzt gerade. Ja? Das Wasser ist privatisiert, das Gas ist privatisiert, die Elektrizität ist privatisiert und by the way, auch die Ölvorkommen. Ja. Plötzlich sind die auch in privater Hand. Herr Janis, Sie haben jetzt zum wiederholten Male, alle haben das jetzt angesprochen, die Medien, und wir sind ja eine Mediensendung, und das ist ja erstaunlich, dass es so eine Sendung trotz der horrenden Einnahmen durch GEZ-Gebühren nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, sondern dass wir sie als Bürger machen müssen. Deswegen nochmal danke an alle, die diese Sendung überhaupt finanzieren, durch Crowdfunding, das muss man dazu sagen. Und die Quoten bestätigen ja, dass die Leute sich angucken, was mit ihrem Geld passiert. Aber lassen Sie uns auf die Medien kommen, und da spreche ich auch Sie an, Herr Müller. Sie haben ja ein Buch dazu geschrieben und sind ja auch gerade wieder Teil eines Kampagnenjournalismus, wie Sie ihn ja selber bezeichnen, können Sie gleich was zu sagen. Die Medien handeln ja, weil sie von alle schreiben dasselbe, aber eben nicht nur über die Griechen, nicht über die Schulden, nicht über die Banken, sondern die schreiben im Moment auch alles dasselbe, dass jetzt die ganzen Flüchtlinge, sage ich mal, kommen, weil wir reden ja über Druck auf einem System. Und die Flüchtlinge sind jetzt hier, aber was ich noch überhaupt nicht gelesen habe, ja, und ich bin für Menschen, die auf der Flucht sind, ob sie jetzt Asyl wollen oder Vertriebene sind oder die einfach ein besseres Leben wollen, das wollte der ehemalige DDR-Bürger letztendlich auch ein besseres Leben, also von daher, wenn man sich als Deutsche darüber echauffiert, ist ein bisschen albern, aber ich lese nie, dass, was ich nie lese, ich habe noch nicht den Zusammenhang irgendwo gelesen, dass jemand sagt,
Wovor flüchten denn diese Flüchtlinge? Flüchten die möglicherweise vor NATO-Kriegen? Und haben wir damit was zu tun? Also wir haben ja dieses Rammstein. Hat Rammstein unsere NATO-Kriege in Syrien, im Irak, in Afghanistan, hat das was mit diesen Flüchtlingen zu tun? Sie alle sagen, da sind diese Flüchtlinge und die müssen wir jetzt alle aufnehmen. Und es gibt ein paar Menschen, die sind merkwürdig, stimmt auch, und die haben was gegen die. Ich sehe nicht, dass die Medien diesen Zusammenhang herstellen. Den bringen sie auch nicht. Und ich werfe auch eine andere Frage, die wenn ich im Raum geworfen worden ist, gibt es einen Zusammenhang, einen Common Denominator, wie man sagt, zwischen der Ukraine-Krise und dem Konflikt in Syrien? Den gibt es auf jeden Fall. Den gibt also es 100%. Die Frage ist die nächste Frage. Das ist die Politik der weltweiten Destabilisierung, die von den USA ausbetrieben wird. Die nächste Frage ist jetzt, warum wird das nicht erwähnt in der deutschen Pressenlandschaft, auch in ehemaligen Nachrichtenorganen? Ne? Weil das wäre gegen die USA. Ganz genau. Und da wagt sich Europa nichts zu machen. Und auch gegen die eigene Mitwirkung. Also natürlich. Wir vergessen völlig, dass die Strategie gegenüber Syrien ist ja die, die auszuhungern und damit einen Regimewechsel zu erzeugen, dass diese gestützt wird durch einen Boykott, an dem Europa mitmacht. Klar. Also nicht, es sind ja nicht nur die USA, sondern wir machen auch mit an dieser Aushungerstrategie. Und darüber wird fast nicht geredet. Nee. Es gibt ein paar Journalisten, die das mal erwähnen, aber insgesamt wird über diese Ursachen nicht geredet. Insofern ist völlig richtig. Und das ist auch wieder ein Stück Amoralität, also das Weglassen von solchen wichtigen Dingen, die Menschen auf die Flucht treibt, die ein Land aushungert, die dazu führt, dass Leute dort weggehen. Das ist ja absolut amoralisch. Und da kommt noch hinzu, dass wir uns freuen, das werden Sie ja alle, ich habe das gerade gestern Abend in der Diskussion hier in Berlin erlebt, dass ein relativ junger Mensch gesagt hat, aber das ist doch gut, wir kriegen dann gute Fachkräfte hier bei uns. Das heißt, wir applaudieren einem solchen Braindrain, einem solchen Wegzug von ausgebildeten Leuten, ohne Rücksicht darauf, was das für das Land dort bedeutet. Ja. Genauso für Griechenland, genauso für Spanien. Ja. Wir applaudieren, dass spanische junge Leute kommen und sehen weder die Folge, die das hier hat, noch sehen wir die Folge das für die Familien, noch sehen wir das, was das für das Land Spanien bedeutet, wenn dort von diesem Volk ausgebildete Leute einfach weggehen. Es gibt also nicht nur den amerikanischen Täter, es gibt auch denjenigen, also Deutschland, aber auch Deutschland, die sehr stark davon profitieren. Ich habe vor ein paar Tagen ein Interview gemacht mit einer Kollegin, die Sie natürlich auch kennen, Karin Leukefeld, die sich ja sehr lange auch in diesen arabischen Ländern aufhält. Bevor sie eine Zeile schreibt, lernen Sie die Leute kennen. Die macht das also nicht vom Hilton Hotel aus und schreibt über einen Kampfplatz im Land, der 300 Kilometer entfernt ist. Und Leukefeld befand sich damals in Damaskus in Syrien und ich habe sie gefragt, wie ist das denn im Moment? Sie sagt, ja, unglaubliche Fluchtbewegung, die Leute verlassen das Land, weil in Damaskus schlagen regelmäßig die Bomben ein und dann hat man oft zu ihr gesagt, und sie ist natürlich als deutsche Journalistin erkennbar, aber als eine der wenigen deutschen Journalisten, die Arabisch sprechen, das ist selten, muss man heute sagen, es ist verrückt, ja, hat gesagt, dass man ihr oft gesagt hat, schönen Dank, also erst habt ihr uns bombardiert oder zugelassen, dass man uns bombardiert, indem ihr über die Drehkreuze Rammstein auch Dinge zugelassen habt und jetzt zieht ihr auch noch unsere Jugend ab. Also, aber wenn Sie das jetzt hier in Deutschland so diskutieren, dann sehen Sie gleich einen Feind von Flüchtlingen. Was machen die Medien hier eigentlich? Was tun die hier? Was soll hier passieren? Also ich habe diese Zahl im Kopf vom Innenminister, 800.000 im Jahr, das muss reichen. Es werden, ich glaube, die das hören da draußen, wenn sie das verstehen, werden sich nicht an die Zahl halten. Die kommen einfach alle hierher. Ja. Ja, und ich meine, wir vertreiben sie auch dort mit. Aber was wird denn das, wenn es fertig ist, Herr Müller? Na gut, das ermöglicht hier bei uns ein Schulterklopfen, weil wir ja toll sind. Wir empfangen diese Leute freundlich. Lohndumping? Das kommt, bitte? Lohndumping auch? Ja, es wird Lohndumping sein. Also ich muss dazwischen sagen, ich bin überhaupt nicht dagegen, sondern dafür, dass man flüchtenden Menschen hilft, damit das mal klar ist. Aber man darf ja auch mal noch darüber nachdenken, und das habe ich jetzt gerade in Nachdenkzeiten vorgestern geschrieben, mit Recht und ganz bewusst, dass es eben auch die Perspektive der Leute gibt, die sagen oder fragen, was bedeutet es für mich auf dem Arbeitsmarkt? Was bedeutet es für mich auf dem Wohnungsmarkt? Ja. Und das kann ich, wenn ich das aus der Perspektive eines Professors in Leipzig oder in Köln betrachte, der hat sein Gehalt und er hat seine Rente, seine Pension und er hat auch sein Haus in der schönen Gegend, die nicht sofort überflutet wird und so weiter und so fort. Das ist eine völlig andere Perspektive. Ja. Und ich werbe dafür, dass wir wirklich alle Perspektiven, auch der Menschen,
die als junge Menschen Arbeit suchen oder die halt auch schon viele Bewerbungen geschrieben haben, da sieht die Welt ganz anders aus als bei jenen, die fest situiert sind. Ich sage nochmal, wir alle vier hier, bei Ken Jebsen weiß ich es nicht, sondern sind relativ gesichert und wir können Crowdfunding. Ja, baut man. Ich habe gute griechische Freunde. Ja. Genau. Also, da ist wunderbar reden darüber. Und das ist auch ganz toll, dass wir so helfen und dass wir so freundlich sind. Und ich fände es ja gut, wenn das so weitergeht, wenn wir wirklich so helfen und wenn dann sozusagen die Moral unseres Volkes insgesamt wächst und wir auch jede Fremdenfeindlichkeit verlieren, die wir bei Ihnen probiert haben, mit Pleitegriechen und dergleichen mehr. Das verlieren wir jetzt alles, jetzt sind wir freundlich und sind ein Volk der guten Nachbarn. Nachdem die Griechen kapituliert haben, ja, ne, sind wir jetzt wieder Freunde. Ja. Also das ist, ja. Ja, vielleicht wurde neulich Entschuldigung. Ich wurde neulich gefragt von einer jungen Dame, die entsetzt war über die Flüchtlinge, die nach Europa kommen. Die hat mich gefragt, was sollen wir denn tun? Was kann man dagegen machen? Und ich habe ganz einfach gesagt, stopp die Kriege. Ja. Stopp die Kriege. Macht Frieden. Mhm. Und da war sie ganz empört und hat gesagt, ja, was machen wir, wie können wir denn den Assad loswerden? Und da habe ich gesagt, ja, warum muss der Assad loswerden wollen? Warum wollen Sie denn loswerden? Ja, weil das ist nur ein Tyrann. Da habe ich gesagt, ja, woher wissen Sie das? Ja, die Medien sagen es doch jeden Tag. Die wusste nicht, dass Assad vor relativ kurzer Zeit mit 75% seines Volks gewählt wurde. Und das waren, muss ich noch dazu betonen, das waren echte Wahlen, die wurden international beobachtet. Und der hat also jetzt die absolute Mehrheit der Bevölkerung, die ihn unterstützt. Warum muss da jemand eingreifen? Das ist ganz klar. Und ich komme da wieder darauf zurück, das sind vorwiegend die Amerikaner, die wollen einen Durchgang haben. Syrien muss fallen. Es gibt so einen Plan, der heißt The Plan of a New American Century. Der wird dauernd nachgeschrieben. Der wurde von den sogenannten Think Tanks in den USA schon in den 60er Jahren geschrieben und wird updated. Und Syrien gehört dazu. Aber es muss nicht so sein, denn wir haben ja letztlich das Volk, wenn das Volk aufwacht und sich im Klaren ist darüber, dann können wir die Politiker ansprechen. Aber was wir auch noch wissen müssen, dass Amerika mit Frieden nicht mehr existieren könnte. Mehr als 50% des... Mehr als 50% des amerikanischen Bruttosozialprodukts hängt davon ab, von der Kriegsindustrie. Also das ist wahnsinnig. Das heißt, Kriegsindustrie und die zusammenhängenden Dienstleistungen machen mehr als 50% aus. Amerika ist das Land, das am meisten Waffen exportiert. Ich glaube, im Moment steht, dass das bei 60% des ganzen Waffenhandels kommt irgendwie aus Amerika. Wo man sagen muss, Deutschland ist auch sehr gut im Geschäft dabei. Natürlich. Ja. Wenn es nicht direkt aus Amerika kommt, kommt es aus einem assoziierten Land, aber mit amerikanischem Kapital, weil das lässt sich dann ein bisschen besser vertuschen. Und man muss einfach diese Realitäten mal sehen, wer da dahinter steckt. Und Europa macht natürlich mit. Da hat Europa eine riesen Verantwortung. Und das wird von den Pressen, von der Presse und auch von den Medien ganz allgemein einfach verschwiegen. Mhm. Wo ist denn eigentlich die Friedensbewegung, Herr Wolf? Die versucht man im Moment, glaube ich, vergebens, ganz einfach. Obwohl, also es wäre wirklich dringend geboten, weil die Kriegsgefahr ist im Moment größer als je zuvor. Ist das so? Das hat einfach wieder wirtschaftliche Gründe, weil wenn die Amerikaner es schaffen würden, zum Beispiel einen Regimewechsel in Moskau herbeizuführen, Putin zu beseitigen und da jemanden einzusetzen, der so ähnlich agiert wie Jazenjuk in der Ukraine, dann würde man dadurch... Übrigens ein ehemaliger Banker, muss man dazu sagen. Wie bitte? Ehemaliger Banker, Jazenjuk. Jazenjuk, ja, und seine Finanzministerin ist Goldman Sachs Bankerin und amerikanische Staatsbürgerin, ist an dem Tag, an dem sie ihren Job übernommen hat, ist sie eingebürgert worden. Also frecher und dreister geht es überhaupt nicht. Aber was soll man sagen über eine Bank, deren CEO, also der Lloyd Blankfein, ist seit der Krise von 2008 bis heute vom Millionär zum Milliardär aufgestiegen. Also die haben wirklich richtig abkassiert. Goldman Sachs hat auch 2001 die Bücher für Griechenland frisiert, damit überhaupt in die Eurogruppe kommen können. Genau. Das muss man auch dazu sagen. Und dafür haben 800 Millionen Dollar dafür kassiert. Ja, 600 oder 800 Millionen. Ich will sagen,
Millionen Euro. Ja. Dazu muss man auch noch sagen, dass das ist sehr wichtig zu wissen, dass die Europäische Zentralbank von Goldman Sachs dirigiert wird. Das heißt, der Präsident, der Draghi, ist ein Goldman Sachs Executive. Mit anderen Worten, die Finanzpolitik, die Wirtschaftspolitik von Europa wird von Goldman Sachs bestimmt. Das kann man jetzt mal noch nicht sagen, nur weil das ist. Also ein bisschen differenziert sollten wir schon rangehen. Der kommt von da, okay. Es gab im deutschen Fernsehen so Pelzig hält sich, der hat eine Sendung gemacht, wo er diese ganze Zusammenhänge nochmal skizziert hat. Also sicherlich war alles nicht richtig, aber nicht ganz falsch. Nein, ich will ja nur, das ist, hilft unserer Glaubwürdigkeit. Aber da war ja die Frage wegen der Friedensbewegung. Und da, wenn Sie erlauben, komme ich da nochmal drauf zurück. Wo ist sie? Wo ist sie? Und ich glaube, da müssen wir auch noch mal gucken, das hängt viel mit dem anderen, mit den USA zusammen und überhaupt mit der Militarisierung insgesamt. Die Friedensbewegung hat ja mal versucht, das Haupt zu erheben im April oder März 2014. Und dann ging sofort eine richtige Aggression gegen diese Leute los. Das haben Sie erlebt hier in Berlin, haben andere im Land draußen erlebt. Ich habe das zunächst beobachtet und wunderte mich nur über die Aggressivität. Und weil ich persönlich, ich bin mit Friedensbewegung in den 50er Jahren groß geworden. Das gab es da auch schon mal gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Deutschland. Und deshalb freue ich mich über jeden, der für Frieden demonstriert und gegen Krieg demonstriert. Und dann habe ich mich gewundert, wieso diese Aggression gegen diese Leute, die da in Berlin demonstrieren und vielleicht mal ein falsches Wort zur FED gesagt haben oder sowas ähnliches. Warum diese Aggression? Und das zog sich durch das ganze Jahr 2014. Und dann hat man ja immerhin den Friedenswinter und die Demonstration am 13. Dezember hingekriegt, auch ohne dieses, was sofort als Etikett verteilt worden ist, Querfront. Also man kann linke, kritische, friedensbewegte Leute sofort diskreditieren, wenn man ihnen das Etikett anheften, dass sie eigentlich rechts sind. Oder dass sie beides sind. Können Sie mal den Begriff Querfront erklären für alle, die ihn nicht kennen? Ja gut, das ist halt ein alter Begriff und der wieder belebt worden ist und eben sagt, das ist eine Front von Rechten, in diesem Fall wird gesagt von den Reichsbürgern oder was, mit den Linken, die jetzt da demonstriert haben, Mahnwachen und dergleichen mehr. Friedenswinter, dass es diese Querfront gibt. Und eigentlich dachte ich, dass ich will damit sagen, das ist ein Agitationserfolg dieser Gegner des Friedens und der Befürworter von kriegerischen, militärischen Interventionen. Und ich dachte, mit dem Friedenswinter sei das erledigt, weil das also mit Herrn Drewermann als Hauptredner und keinen Rechten, und damals haben Leute aus Berlin mir geschrieben, wir waren da mit Fotos und haben, es war alles, stimmte nicht, was auch damals die Frankfurter Rundschau, die Taz und alle möglichen geschrieben haben im Dezember, stimmte alles nicht. Aber ich dachte trotzdem, das ist irgendwie erledigt. Und jetzt kommt die Otto-Brenner-Studie Stiftung mit einer Studie raus, wo genau das Etikett wieder verteilt wird. Und sofort kommen die gleichen Journalisten wieder und die gleichen Medien und verbreiten das. Ja. Die Studie selber ist zurückgezogen, vorläufig zurückgezogen, mit massiven Fehlern, mit bösartigen Unterstellungen. Sie kommen ja auch drin vor. Ich komme auch drin vor. Bei mir geht es so, Albrecht Müller, der dem ein Interview gegeben hat, von dem man sagt, er sei ein Antisemit und Verschwörungstheoretiker. So ist die Beweislage einer solchen Studie. Aber es hat natürlich immer dann die Wirkung, wenn andere das aufgreifen, geht es weiter. Und selbst wenn die Otto-Brenner-Stiftung jetzt die Studie ganz zurückziehen muss, was ich hoffe, dann wird immer noch hängen bleiben, was die Taz, die Zeit, die Berliner Zeitung, der Tagesspiegel, die Frankfurter Rundschau und der Deutschlandfunk verbreitet haben. Das ist dann unter den Leuten und das setzt sich ja fort. Das ist schon der zweite Beitrag bei Telepolis von einem Peter Nowak. Aber Herr Müller, die Frage, die doch klar ist, die Gazetten, die Sie genannt haben, die Medien, die Sie genannt haben, die sind ja sowohl von erzkonservativ bis links außen. Und das ist doch merkwürdig. Also man muss doch, also ich habe mir die Frage gestellt, wer kann denn gegen die Friedensbewegung sein? Wer ist gegen die Friedensbewegung? Das sind genau also ähnliche Leute, die damals, sage ich mal, gegen den Atomausstieg waren. Das sind Leute, die was davon gehabt hätten, wenn wir weiter Atomkraft betreiben würden. Also Menschen, die gegen die Friedensbewegung sind, brauchen Krieg. Das kann nur die Rüstungsindustrie sein, die da involviert ist. Richtig, aber die Macher im Hintergrund wissen, dass man so eine Bewegung nur aushebeln kann, nicht wenn man von ganz rechts, also von der Rheinischen Post oder vom Bayern-Kurier jetzt dagegen angeht, sondern man muss
Leute finden, die ein etwas fortschrittliches Image haben, um so eine Bewegung auszuhebeln. Mhm. Das konnten sie prima studieren bei der Agenda 2010. Ja. Musste man Erhard Eppler und Günter Grass gewinnen, die das befürwortet haben, mhm. die Agenda 2010. Und beim für den Jugoslawienkrieg musste man Joschka Fischer, der Link, der Grüner und auch mal links war, mhm. und der war also dafür, und Rudolf Scharping. Da hat man keine reaktionären Militärs genommen, sondern diese progressiven Leute. Damit schafft man es besser, diese Meinung zu verändern. Und genau so ist es jetzt wieder geschehen. Es sind ja fast keine reaktionären Zeitungen, Medien dabei gewesen, mhm. sondern. Wie gefährlich ist so etwas, wenn die Bevölkerung nicht mehr die Möglichkeit hat, an einen Kiosk zu gehen und eine andere Meinung zu dem zu lesen, was auf der Straße passiert, sondern wenn das homogen ist? Ist das gefährlich für eine Demokratie? Oder das ist natürlich, es hebelt ja alles aus, es hebelt ja eine differenzierte Diskussion aus, es hebelt das Nachdenken über gute Lösungen aus, es hebelt im konkreten Fall die Chance aus, gegen die Militarisierung jedes Konfliktes mhm. anzugehen. Das ist doch das Hauptproblem. Wir müssten doch Konflikte, die es immer gibt und es gegeben hat, die müssten wir doch friedlich lösen. Da müssten wir doch uns verständigen drauf. Wir müssen die Konflikte in Europa dadurch lösen, dass wir sagen, jawohl, wir wollen eine gemeinsame Sicherheit mhm. dieses Europas hier und Russlands. Mhm. Und möglichst weit. Und, ja, und wir verständigen uns darauf. Und alle diese Dinge, die natürlich der Rüstungsindustrie nicht entgegenkommen, die werden torpediert und es wird eine Gegenpropaganda gemacht. Herr Müller, ist denn die Zeit des großen Friedens, des langen Friedens in Europa, ist die denn vorbei? Also ich fürchte das ein bisschen. Es gibt ja auch Beispiele, also der Sie in der letzten Runde dabei hatten, der Pohlmann hat ja gezeigt, wie nahe das 1981, 82 am kriegerischen Konflikt war. Ja. Und ich sage das überhaupt nicht mit Vergnügen, sondern ich denke voller Entsetzen daran. Und wir haben es ja auch mit der Ukraine nicht weit von hier. Ist doch nicht so, dass das ganz in der fernen Welt wäre. Und wir wissen, dass jetzt mit den anderen Staaten Europas im Osten, mit den baltischen Staaten, mit Polen, Tschechien und so weiter, dass da auch Völker sind, die aus durchaus berechtigten oder unberechtigten Gründen noch Rechnungen offen haben mit Russland, dass da ganz andere Kräfte in die politischen Entscheidungsabläufe hineinkommen. Und deshalb so etwas wie die gemeinsame Sicherheit in Europa, die wir meinten 1989 erreicht zu haben, dass das unglaublich schwer wieder zurückzuholen ist. Und dennoch müssen wir dran arbeiten. Das halte ich für die wichtigste Aufgabe. Wie man das mit den baltischen Staaten und den anderen machen kann, weiß ich nicht. Aber da müsste man Grips drauf verwenden, um zu überlegen, wie kriegt man die dazu, dass sie auch einsehen, dass kriegerische Konflikte das allerletzte sind. Und was wir deshalb jede Gefahr, die Gefahr besteht natürlich, wenn sie da russischstämmige Bevölkerung haben, da und dort, und wenn da was passiert und dann schaukelt sich das hoch. Und dann denken Sie alleine dran, dass man die Überflugrechte jetzt für Russland über Griechenland und Bulgarien oder was versucht zu torpedieren. Ja. Auf die Idee, dass sowas passieren könnte, wäre ich 1990 nicht gekommen und auch 2000 nicht. Ja? Ja. So weit sind wir schon zurückgefallen. Mhm. Ja? Oder diese permanente Demonstration militärischer Macht durch Panzer, Spähwagen, die ins Baltikum fahren, von Bayern oder von Tschechien und wieder zurück. Die Bomber, die nach Spandalen, also bei uns da in der Pfalz oder in Rheinland-Pfalz, verlegt werden. Durch Panzer, die umgestrichen werden hier bei uns, ja. von Wüstengelb auf Grün, auf europäische Farben. Das sind doch lauter Dinge, die keine Spielchen sind. Mhm. Ich habe in der Taz eine Schlagzeile gelesen von einem Künstler, das muss man sich auch vorstellen, die Künstler sind ja auch unterwandert, da stand in der Taz, die ja von sich heute sagt, dass sie keine linke Zeitung mehr sei, da stand, Pazifismus ist feige. Mhm. Was ist eigentlich links? Ja gut, also da mache ich ja Ihre Behauptung, dass es kein Links und Rechts mehr gäbe, nicht mit. Also links fände ich das, wenn ich das zu entwerfen hätte für Deutschland. Ja? Keine Privatisierung. Rückübertragung auf die Öffentlichkeit, so wie man in Berlin das ja irgendwie erkannt hat, dass die Wasserprivatisierung Mist war. Ja? Dann eine ganz aktive Beschäftigungspolitik,
dann kapieren, dass die Sozialstaatlichkeit eine unglaubliche Errungenschaft ist. Noch dazu, wie wir das bei der Altersvorsorge wissen, ist das gesetzliche Rentensystem ist um vieles effizienter. Das ist nicht nur gerechter, sondern das ist viel effizienter als diese Privatvorsorge, wo ja immer auch noch die Provisionen der Versicherungsvertreter und alles Mögliche der Konzerne mitbezahlt werden müssen. Und so gäbe und eine gute ökologische Politik. Und das ist doch, das wäre doch sehr gut zu entwerfen. Und dann wäre das links aus meiner Sicht. Das ist ja aus meiner Sicht auch links. Vielleicht oder auch eine Konzentrationskontrolle und keine Monopole zulassen. Heute reden Sie alle von Marktwirtschaft und dabei haben wir riesige Monopole, die uns alle ausbeuten. Ich gebe Ihnen recht, natürlich gibt es noch links und rechts, das ist ganz klar. Aber ich meine, was ich damit sagen wollte, als ich ein langes Essay darüber geschrieben habe, natürlich, ich glaube, dass wir hier am Tisch, dass wir keinen da haben, von dem man sagen kann, dass er rechts ist, also politisch rechts. Sondern eher Leute sagen, okay, ich bin progressiv und links eingestellt. Also links bedeutet für mich einfach, wenn man hart, teilt man mit jemandem, der weniger hat. Das ist also gelebter Humanismus für mich, links und eben nach vorne gucken und für die Kinder Politik machen und die Enkelkinder Politik machen. Ich meinte damit, dass man, wenn man sich heute die Parteien anschaut, ja, dass man nicht mehr so genau weiß, also richtig, das, was da verkauft wird von Linken zum Teil. Ich habe einen Kleber gelesen aus Nordrhein-Westfalen von den Linken, da ist ein Kampfpanzer drauf, da steht Unterschrift, Antifa muss praktisch werden. Das ist für mich eine aktive Werbung für Krieg, wo ich denke, ist das, ich dachte, das wäre ein Scherz, ja, aber es ist ernst gemeint. Und das, auch die Grünen sind für mich ja Lichtjahre von links inzwischen entfernt. Die sind ja, wenn man sich anhört, was grüne Spitzenpolitiker im Bundestag alles so sagen, was man machen müsste gegen Russland, wo ich mir denke, das sind doch unsere Nachbarn. Dass ich bin paralysiert so ein wenig davon. Das ist natürlich auch provokativ. Natürlich, nee, das ist aber auch, haben Sie richtig beobachtet. Ja, ja. Das ist ja ganz klar. Willy Wimmer ist für mich ein Linker, obwohl er bei der CDU ist. Ja. Wenn Sie der Steuermann dieser ganzen neoliberalen Bewegung und der Militarisierung wären, dann würden Sie natürlich auch sagen, also wir müssen nicht nur bei Wahlen unser Gewicht in die Waagschale werfen, sondern wir müssen auch die Parteien, die dort konkurrieren, vorher unterwandern. Ist doch klar. Also das kann man doch nüchtern betrachten. Wir beide würden so eine Planung machen, wenn wir gut bezahlt wären. Ja, auch ohne gute Bezahlung. Ja, und würden also, und so ist es doch geschehen. Die haben doch systematisch die Grünen, da habe ich jetzt bis drüber hergegangen, und die kommen teilweise aus dem KBW und sind da alle jetzt in der Heinrich-Böll-Stiftung. Und dann hat man also auch noch, wie vorhin beim Beispiel Erhard Eppler, hat man also jetzt den armen Heinrich Böll, der in Mutlangen gegen Raketen demonstriert hat, dessen Namen missbraucht man, um Interventionspolitik in der Ukraine und sonst wo zu verfolgen. Da waren die ja alle tätig, ja. Und bei der SPD ist es ganz genauso gelaufen. Das kann ich von 1973 an schildern, wie diese Unterwanderung gelaufen ist. Mhm. Das klingt jetzt abenteuerlich, aber es ist so gewesen. Mhm. Das heißt, ein langer Weg, der da gegangen ist. Langer Weg. Sie haben ja den Wahlkampf für Willy Brandt gemacht. Und Willy Brandt war ja der Kanzler, der ja die Befriedung des Ostens oder den Frieden in den Osten angestrebt hat. Das hat ja auch funktioniert. Er war jetzt nicht alleine. Aber Sie haben ja auch Schmidt dahingehend beraten. Und Sie können es ja mal sagen, auch erklären, wie das damals war. Immer wenn Sie mit Humanismus versucht haben, Wahlkampf zu machen, war es erfolgreich für ihn. Ja gut, das beste Beispiel ist der Wahlkampf 72 mit dem besten Ergebnis für die SPD von 45,8%. Da hat Willy Brandt 5 Wochen vor dem Wahltermin eine große Rede in Dortmund gehalten, wo er die Leute aufgerufen hat zu Compassion, heute würde man sagen zu Empathie, zu Solidarität, zu Mitfühlen für andere Leute. Hat es auch auf Deutsch übersetzt. Und da haben rechte Sozialdemokraten haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, wie kann man mitten im Wahlkampf sowas machen? Und das genauso wie dann eben dieses, wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein, das war hoch erfolgreich. Mhm. Weil die Leute nämlich gar nicht so egoistisch, gar nicht so blöde sind, sondern wenn man diese Seite bei ihnen anklingen lässt, wir nannten das damals in der Planungsabteilung die altruistische Komponente, wenn man die anklingen lässt, dann kriegt man sie zu sehr vernünftigen Lösungen des Zusammenlebens. Mhm. Untereinander und unter den Völkern. Also wenn das nicht faktisch belegt worden wäre, würde ich ja nicht dazu stehen. Und wir haben das bei Helmut Schmidt, halt, der war ja sehr ambivalent und das können Sie heute sehen, das ist ja einer der wenigen, der noch vor Krieg warnt in Deutschland. Weil er ihn noch in den Knochen hat. Weil er den Knochen hat und weil er eben weiß, wie wichtig diese KSZE, diese Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und die daraus folgende OSZE war, weil er das noch weiß und weil er sagt, es war doch vernünftig, sich mit denen allen zu verstehen. Deshalb äußert sich so, deshalb abstrahiere ich oder diskutiere ganz viel, was er auch sonst erzählt hat, was ich nicht mittrage. Und er hat das eben auch verstanden. Er hat einen schönen Satz für die innere Politik gesagt. Er hat gesagt,
die soziale Sicherheit ist das Vermögen der kleinen Leute. Stören Sie sich nicht an den Begriff kleinen Leute, das war damals so ganz und gängig, wenn man die bezeichnen wollte, die nicht zu den ganz Reichen oder überhaupt zu den Reichen gehört, die halt Arbeiter und Angestellte sind und keine Besitzer von Wohnungen oder Einfamilienhäusern, das waren die kleinen Leute. Und da hat er gesagt, soziale Sicherheit ist das Vermögen der kleinen Leute, halte ich für eine ganz wichtige Aussage. Mhm. Schade, dass er dann in der Zeit unter den Einfluss auch von neoliberal geprägten Leuten kam in den 70er Jahren und bis 1982 dann immer hin und her schwankte, einmal so und einmal so. Und das ist wirklich. Dieses Vermögen wird jetzt privatisiert von der neoliberalen Welt. Das müssen wir stoppen. Ja. Und wenn ich nochmal zurückkommen darf auf die Medien, die im Prinzip heute universell dasselbe sind. Sie können also jeden Sender ansehen und alles dasselbe, jedes Mal dasselbe hören. Es im Moment sind, also im Augenblick sind in der westlichen Welt die Nachrichten, die sie kriegen, die kommen von 90% kommen von 6 riesigen anglosachsonischen Medienkorporationen. Mhm. Die werden also konstant repetiert. Ja. Und was ich da sehe und jetzt eben im Zusammenhang mit Ihrer Show und mit anderen Internet-Sites, die es darüber gibt, ist, dass immer mehr Leute, die sind ja nicht blöd, die sehen, dass jeder Sender dasselbe sich wiederholt und da denken, da muss doch was falsch sein, das gibt es doch gar nicht. Ich kann mich an die 80er Jahre erinnern. Sie sagen, es ist richtig, weil es wiederholt wird. Das ist einige sicher, ja. Mit Sicherheit. Viele. Ja. Viele, aber immer weniger. Ich würde mal positiv sagen, immer weniger. Ich glaube, der Erfolg, der Ken in den letzten 3-4 Jahren hatte, der zeugt davon. Aber auch die Nachdenkseiten sind ein typisches Beispiel natürlich. Dafür. Da machen natürlich. Ja auch sehr lange Texte, die Leute natürlich. Offensichtlich lesen. Ja, das muss man auch dazu sagen. Ich glaube, das sind zwei Pfeiler in Deutschland, die sehr wichtig sind, um die Meinung wirklich wieder zu liberalisieren, dass die Leute sich daran, dass die Alternativen haben. Aber wie kriegen wir denn die Leute, also nur sich zu Hause einzuschließen, sagen, das stimmt, ich sehe das Ähnliche, eine Sache. Wir haben gehört, dann den Mund aufzumachen, in diesem Fall die Schnauze aufzumachen, macht auch nicht so viel. Aber wie kriegen wir denn die Leute auf die Straße, wenn wir eben sehen, kaum sind sie auf der Straße, um nur zu sagen, Kriegskurs finde ich nicht gut, das reicht ja schon als Provokation. Also Krieg ist nicht gut, dann ist man sofort naiv oder so. Wie kriegen wir die Menschen auf die Straße? Weil mir hat auch Willi Wimmer neulich wieder bestätigt, die Politik hat immer auch auf die Straße reagiert. Und ich frage mal anders, Herr Wolf, sind wir alle naiv? In diesem Wirtschaftssystem heißt es expandieren, deswegen kommen wir um den Krieg einfach nicht rum. Das müssen wir einfach mal verstehen. Ja, ich glaube, das System hat es geschafft, die Leute über seinen wahren Charakter wirklich hinwegzutäuschen, weil es ist ungeheuer schwierig, heute diese ganzen Zusammenhänge zu durchschauen. Es ist wirklich nicht so einfach, wenn man zum Beispiel mal das Wirken der Troika in Griechenland betrachtet. Dann ist es nicht so einfach. Die Troika macht nichts anderes, als dass sie den Banken nützt und den einfachen Leuten das Geld wegnimmt. Aber dieser Mechanismus, über den sie das tut, ist nicht so einfach, wenn den Leuten immer suggeriert wird, das sind Hilfsprogramme, die wir da durchsetzen. Vielleicht, wenn ich mal so 3 Minuten Zeit haben darf. Ja, bitte. Für eine kleine Erklärung, also wie diese Troika funktioniert. Man muss sich mal so ein kleines Dorf irgendwo auf der Welt vorstellen. Dieses Dorf braucht ein neues Gemeindehaus. Das Gemeindehaus soll $100.000 kosten. Dann wird der Bürgermeister beauftragt, das ganze Ding zu übernehmen. Der Bürgermeister geht zur Bank hin und sagt, pass mal auf, wir wollen ein neues Gemeindehaus für 100.000 hinstellen. Wir haben 50.000 noch in der Hinterhand. Könnt ihr uns 50.000 Kredit geben? Da sagt die Bank, okay, das machen wir. So, jetzt geht der Bürgermeister zu einem Bauunternehmer und sagt zu dem Bauunternehmer, pass mal auf, wir beide regeln das, aber wir stecken erstmal 25.000 jeder für uns beide ein. So, dann geht er wieder zur Bank und sagt, pass mal auf, und erstmal geht er wieder zum Gemeinderat und sagt den Leuten, tut uns leid, das kostet 150.000. Die Leute im Gemeinderat müssen das schlucken, weil sie von Volks- und Betriebswirtschaft keine Ahnung haben. Und die Leute, die anderen Dörfler schlucken das auch, so wie die Leute draußen das immer schlucken. Dann gehen der Bürgermeister und der Bauunternehmer zur Bank hin und sagen, pass mal auf, wir brauchen 50.000 extra. Und die Bank sagt nein. Wir haben die ganze Sache gesehen, ihr beide seid korrupt, wir geben euch das Geld nicht. Dann gehen sie zur nächsten Bank, dann sagt die Bank wieder nein. Jetzt kommt der große entscheidende Punkt, dann gehen die beiden zum IWF. Der IWF oder die Troika. Die Troika sagt nicht nein, die Troika sagt sofort ja. Die sagt, ja, natürlich kriegt ihr von uns das Geld. Nur, es gibt eine ganz kleine Bedingung. Wir schicken mal 3 Leute bei euch ins Dorf und die gucken sich mal um und die werden euch die Bedingungen dann sagen.
Gut, die Troika schickt dann diese drei Leute ins Dorf und die drei Leute gucken sich um und die gehen dann zum Bürgermeister und zum Bauunternehmer und sagen, pass mal auf, also erstmal, ihr habt jeden Mittwoch einen Markt. Auf dem Markt verkaufen eure Leute das Gemüse und das Geflügel. Einer von diesen Ständen ist von jetzt an reserviert für einen amerikanischen Großkonzern, der Nahrungsmittel und Tiere herstellt. So, das ist die erste Bedingung. Die zweite Bedingung ist dann, passt mal auf, ihr habt da so eine kleine Sparkasse bei euch im Ort. So eine ganz kleine Filiale. Da ist einer, der verleiht das Geld, der passt auf das Geld, das die Leute auf dem Sparkonto haben, auf. Daneben darf jetzt Goldman Sachs eine kleine Filiale eröffnen. Gut, Goldman Sachs eröffnet die Filiale. Und das Dritte ist dann noch, dass die Leute von der Troika sagen, pass mal auf, bei euch mitten im Dorf steht ein Brunnen. Dieser Brunnen wird von jetzt an privatisiert. So, das sind die drei Bedingungen. Was die jetzt machen als nächstes von der Troika oder vom IWF, die sagen, pass mal auf, jetzt schreibt ihr einen Letter of Intent, in dem ihr uns diese drei Sachen anbietet, damit wir nachher nicht vor der Öffentlichkeit darstellen als unangenehme Typen. Dann schreiben der Bürgermeister, der korrupte Bürgermeister und der korrupte Bauunternehmer, schreiben einen Letter of Intent und bieten an einen Marktplatz, einen Brunnen und eine Filiale für Goldman Sachs. So, was passiert jetzt? Die Filiale von Goldman Sachs wird eröffnet, macht super Konditionen für die Leute. Nach drei Monaten ist die Sparkassenfiliale pleite. So, das Finanzsystem dieses kleinen Dorfes ist jetzt Goldman Sachs überlassen. Das nächste ist, was passiert mit dem Markt, ja genau. Auf dem Markt ist dann der amerikanische Großkonzern, der liefert dann Hähnchenflügel für ein Zehntel des Preises, zu dem die Bauern am Ort das herstellen können. Die Bauern am Ort gehen alle pleite, der große Konzern kann seine Preise erhöhen, die Leute sind von dem amerikanischen Nahrungsmittelkonzern abhängig, total abhängig. Können Sie Kredite bei Goldman Sachs holen? Ganz genau. Aber so ist es in Afrika passiert. Afrika war Selbstversorger. Alle Länder in Afrika haben sich selbst mit Gemüse und Geflügel versorgt. Bauern- und sind zurzeit alle 100% abhängig von Nahrungsmittel- und Geflügelimporten und auch von Fischimporten. Das Dritte ist, die Leute wachen vier Wochen später auf, wollen morgens zu dem Brunnen gehen, aus dem sie immer ihr Wasser geschöpft haben und sehen plötzlich, der Brunnen ist abgedeckt. Und dann steht ein Schild da, Wasserverkauf da drüben. Dann müssen Sie da in einen Laden gehen, da ist das Wasser in Plastikflaschen abgefüllt und das dürfen Sie von jetzt an kaufen. Das ist die Art und Weise, wie die Troika und der IWF funktionieren. Das ist Terrorismus. Das ist Betrug. Das sind die wahren Terroristen. Ganz genau. Kommen Leute anschließend wie Herr Schäuble und sagen, das war ein Hilfsprogramm. Das nenne ich neoliberalen Faschismus. Ja. Das ist richtig. Herr König, ich weiß, dass die Weltbank mal anders war. Ich habe es nicht erlebt, aber ich weiß es von Ihnen unter anderem und auch von anderen, die ich erkenne. Sie sind ja ein Whistleblower, muss man sagen. Wir haben es geschafft, einen Whistleblower der Weltbank in diese Sendung zu bringen. Nochmal vielen Dank. Herr König, mein Vergnügen. Ja, ich weiß, und man muss eins dazu sagen. Sie sind ja inzwischen pensioniert, obwohl Sie ja, wir reden gleich mal über die Delphi-Initiative, aktiv sind. Und ich weiß, was Sie hier tun, ist insofern etwas unangenehm, weil Sie haben unmittelbar einen Nachbarn, das ist ein Mitarbeiter von Nestlé. Also von daher nochmal vielen Dank. Sie müssen noch in die Schweiz zurück. Und ich weiß, die Schweizer sind ruhig, aber wenn sie mal aggressiv werden. Der ist im Augenblick in Amerika im Urlaub. Ja, das glaube ich. Okay, aber was ich sagen möchte ist, die Weltbank hat ja auch mal anders gearbeitet. Sie wollte ja auch, war ja mal eine gute Sache, sage ich mal. Also bei der Weltbank hat man also sich so ja, weit würde ich nicht gehen. Gut, aber sie hat mal so getan. eine weniger schlechte. Ich möchte an dieser Stelle mal etwas Verrücktes tun. Ich möchte mal Werbung für die Weltbank machen, wie ich glaube, dass sie früher war. Ich war nicht dabei, aber ich glaube das. Ich glaube, bei der Weltbank gab es auch Menschen, die Moral hatten, die gesagt haben, da gibt es ein Land in Afrika mit einer ganz schlechten Gesundheitsversorgung. Die Menschen sind krank, hat vielleicht unter Umständen mit dem schlechten Wasser zu tun. Da sind Sie ja Experte. Und wenn wir denen Geld geben, dann gucken wir, dass das Geld auch in den richtigen Kanälen, sehen Sie, Wortspiel, dass das da stattfindet. Und das hat sich, da gab es Controller, die das gemacht haben. Können Sie mal sagen, aus der eigenen Vergangenheit, diese Controller gibt es heute nicht mehr? Und das ist Vorsatz, dass es die heute nicht mehr gibt. Das ist aber, es war nicht immer so. Nein. Es hat sich so entwickelt. Wie hat es sich entwickelt? Wie kam es dazu? Genau, also ich ging zur Weltbank praktisch als grüner, ich meine mal grün, naiver Idealist und habe gedacht, ich möchte da was Gutes tun für die Entwicklung der armen Länder. Habe mich da natürlich unglaublich getäuscht damit. Trotzdem am Anfang, in den ersten Jahren, habe mich dann, ich bin Ökonom, aber spezialisiert auf Wasser und habe dann gesehen, dass also wirklich die Weltbank gute Sachen macht, also was ich gedacht habe, gute Sachen, ländliche Wasserversorgung, Wassermanagement für Bewässerungsprojekte
und so weiter. Das heißt also Projekte, die den Ländern, der Bevölkerung dienen. Und da gab es ganz strikte Kontrollen, also wie Sie gesagt haben, da werden also jährlich zweimal werden die Konten des ausgezahlten Geld werden kontrolliert von unabhängigen Kontrolleuren, die von der Weltbank dahin geschickt wurden, damit also möglichst wenig, ich sage nicht keine, aber möglichst wenig Korruption stattfinden kann. Und das hat sich dann eigentlich sehr, sehr gut erwiesen. Wir haben auch damals Leute ausgebildet von den Ländern selber, damit die das selber übernehmen können. Und dann kam plötzlich der Augenblick, wo viel mehr Geld rausgeschöpft werden musste. Das hat dann die Politik entschieden. Das haben dann die Amerikaner vor allem, die 17%, die haben ein Vetorecht beim IMF und haben ein Vetorecht bei der Weltbank, die zusammen mit den Europäern haben entschieden, wir müssen da viel mehr Geld loswerden. Wir müssen also massiv die Länder verschulden. Und dann gab es eben diese Strukturanpassungsprogramme. Nennen Sie ruhig diesen englischen Fachbegriff. Structural Adjustments. Mhm. Oder man hat sie dann nachher, weil das Structural Adjustment plötzlich ein böses Wort wurde, das wurde dann abgeschossen, dann hat man das anders genannt, dann hat man das Budget Support oder Sektorprogramme. Und da wurden einfach diesen Ländern, man hat dann gesagt, ja, ihr habt jetzt ausgebildete Leute, die das kontrollieren können, wir geben euch einen Blanko-Check, ich nenne das Blank-Check. Mhm. Und über 100 Millionen, je nach Größe des Landes, je nach Größe des Programms, über 3 Jahre, jedes Jahr 100 Millionen und da muss man noch dazu sagen, bei diesen Programmen, wenn die Weltbank oder der IMF, ist genau dasselbe, einem Land Geld gibt, Geld zur Verfügung, dann hat das einen Hebeleffekt, einen Leverage-Effekt nennen wir das, der bis zu 10-mal größer sein kann. Also die Weltbank gibt Geld, also das Land ist gut, dann kommen die Privatbanken und geben auch noch viel Geld. Geld-TÜV, da kann man investieren. Genau, ja. Genau. Und so verschuldet man so ein Land. Und in der Zwischenzeit sind also diese kleinen Projekte, an denen ich gearbeitet habe, bis eigentlich zum Schluss, diese Wasserprojekte, die ich dachte, oder Gesundheitsprojekte, Umweltprojekte, die heute vielleicht noch 15% des ganzen Umsatzes ausmachen, wenn überhaupt, die sind nur noch ein Aushängeschild. Die sind nichts mehr anderes, was im Hintergrund passiert, auf der Makroökonomie, das sieht niemand mehr, davon redet man nicht. Und das wird zu Tode geschwiegen. Aber die Länder sind verschuldet danach. Und die sind verschuldet und kommen dann in das ähnliche Dilemmas wie Afrika, wie Griechenland jetzt. Und dazu möchte ich also noch sagen, dass das eben Geld ist, das praktisch mit einem Mausklick am Computer produziert wird. Ja, das, also Fiat Money, das Fiat gibt es nicht wirklich. Das heißt also, da gibt es keinen Rückgrat mehr dafür, da gibt es keine Ökonomie, dass das unterstützt. Sie haben gerade vorhin gesagt, dass wahrscheinlich wir in bis zu 1,4 Trillionen Geld im Ausstand ist irgendwo. Und das heißt also, da gibt es keine Kontrolle mehr. Da gibt es keine Kontrolle mehr. Was ich jetzt dazu sage, dass diese ganzen Schulden, und ich beziehe mich ganz speziell auf Griechenland, weil Griechenland sehr aktuell ist, diese ganzen Schulden sind total illegal. Das heißt also, die Schulden, die könnte man auslöschen, genauso wie man sie kreiert hat, mit einem Mausklick. Mhm. Denn das ist kein richtiges Geld. Abgesehen davon, dass kein Euro von den neuen 86 Milliarden, die jetzt dann vielleicht verschuldet werden, kein Euro und auch von den vorherigen Paketen, Austeritätspaketen, kein Euro floss nach Griechenland. So sondern alles wurde aufgestockt für die Umschuldung und für eventuelle... Für die Banken. Für die Banken, ganz genau. Um die offenen Kredite zu bedienen. Ja, genau. Ja. Und so geht es auch bei den anderen Ländern. So geht es im Moment, die ganzen Medien konzentrieren sich im Moment auf Griechenland, aber das ist genau dasselbe in Afrika, das ist genau dasselbe in Asien. Und da macht die Weltbank dies ein bisschen im Hintergrund, weil die nicht zur Troika gehört, aber die machen genau dasselbe. Mhm. Also im Grunde machen sie in Europa das, was sie weltweit immer getan haben. Ja. Also dann machen sie es aber auch demnächst in Spanien, sie machen es in Italien, genau. Sie machen es in Portugal, sie machen es in Irland und sie machen es in Frankreich. Sie werden es demnächst in Frankreich machen und Frankreich wird sehr selten erwähnt, aber Frankreich ist tatsächlich schon in der Schussbreite von der Troika. Warum?
weil es in Frankreich noch eine ganze Menge Sozialleistungen gibt, die noch nicht privatisiert sind. Die kann man noch ausbeuten, die kann man noch stehlen. Mhm. Und das weiß die Troika. Und also Sarkozy hat es nicht fertiggebracht, alles zu privatisieren. Also es gibt noch eine ganze Menge in Frankreich, das dann auch ausgesaugt werden kann. Und dazu wird es kommen. Also Frankreich wird eines der nächsten Länder sein, wenn wir, das Volk, und wir können es mit Bewusstsein, können das stoppen. Und eine Möglichkeit haben wir erklärt, haben Sie erklärt, auf die Straße zu gehen. Ja, das ist eines. Aber auf der Straße, da gibt es immer diese, wie neulich zum Beispiel in Libanon, da gibt es dann, oder der arabische Frühling, da gibt es diese Infiltrationen. Also, sobald es so einen Konflikt gibt, in Libanon entstand der aus Abfall, weil Abfall nicht abgeführt wurde, gingen die Leute auf die Straße, haben protestiert, vielleicht ist das sogar absichtlich gemacht worden, ich will das niemandem unterstellen, aber solche Gelegenheiten werden dann ausgenutzt von solchen Zellen, von Gruppierungen, von sogenannten NGOs, die werden sehr oft von einem von Konzernen, oder sagen wir mal, in den USA gibt es einige solche Organisationen, der größte davon ist der National Endowment for Democracy, dieser ja. Fund, der kriegt Hunderte von Millionen, das ist eine Art großer NGO, die kriegen Hunderte von Millionen von Dollar pro Jahr vom State Department, um solche Zellen zu organisieren und zu finanzieren über Jahrzehnte. Mhm. Und die haben sich eingeschlichen überall, auch in Europa. Mhm. Ist das in Brasilien jetzt ähnlicher Fall? Das ist in Brasilien Fall? Genauso. Mhm. Das ist in Ecuador so. Mhm. Das ist in Venezuela so. Schon praktisch hat das begonnen mit der ersten Wahl von Chavez in 1998. Mhm. Ist in Argentinien so. Und eben, wie Sie angesprochen haben, in Brasilien ganz klar, aber auch in Europa. Mhm. Und diese Zellen, die funktionieren dann, die haben auch mitgeholfen, da bin ich überzeugt davon, die sozialistischen Parteien in Europa, die sehr stark waren, auch am Anfang in den 60er Jahren in Frankreich und in Italien, die kaputt zu machen. Mhm. Über die Medien, über was sie gesagt haben, das sind diese Zellen, sind da dahinter. Und das darf man nicht vergessen. Deshalb muss man aufpassen. Ich glaube, die Demonstrationen auf der Straße, die sind absolut notwendig. Aber es gibt auch eine Möglichkeit heute mit unseren Sozialmedien, die wir haben. Wir können die brauchen. Wir können Twitter brauchen. Wir können SMS brauchen. Twitter ist schon unterwandert. Aber wir können SMS noch brauchen. Wir können neue erfinden und die Politiker damit belästigen, damit anschreiben, dass sie etwas anders machen. Und wenn ein Politiker 500 E-Mails oder SMS kriegt von verschiedenen Leuten an einem Tag und das täglich, ich glaube, da wird sich was ändern. Und selbst wenn der Politiker stur ist, über die Zeit, da gibt es, was ich nenne, eine Resonance morphique. Das heißt, also es findet etwas statt in seinem Geist, das sagt, vielleicht haben die trotzdem recht. Ich muss mir das mal überlegen. Deshalb habe ich auch sehr oft ich weiß, dass meine E-Mails kontrolliert werden vom Abend bis morgens und das ist mir auch, ich kann ja nichts machen dagegen. Mir ist auch praktisch egal, wenn sie nicht dauernd ausgelöscht werden. Das kommt sehr oft vor. Oder sie kommen nicht ans Ziel. Aber was ich mir, die positive Seite, die ich dahinter sehe, ist, die das lesen, und natürlich wird das alles mechanisch gemacht, aber letztlich muss ja jemand einige davon lesen, vielleicht bleibt da was hängen. Vielleicht bleibt da was hängen. Und er sagt, Mensch, der hat ja vielleicht recht. Mhm. Und ich denke, das ist nicht etwas, das wir mit Zeit abschätzen können. Das ist auch nicht linear, sondern das ist dynamisch. Mhm. Glauben Sie, dass wir uns in einem Prozess befinden, wo Menschen auf der ganzen Welt anfangen, sich mit der Mail, Foren, soziale Netzwerke in Bewegung zu setzen, dass man sich davon verabschieden muss, zu denken, solange wie jetzt nichts passiert ist, rechne ich das mal hoch, weil man nicht hochrechnen kann, was passiert? Ja. Haben Sie dann Hoffnung? Ich habe sehr große Hoffnung, dass das geschehen wird, weil wir sehen es, dass es schon passiert. Mhm. Und wenn es noch nicht so passiert, Marx hat mal gesagt, ich weiß nicht, wie recht er hat, Marx hat mal gesagt, es braucht nur 5% der Bevölkerung, um eine Revolution zu starten. Mhm. Vielleicht hat er recht, vielleicht hat er nicht recht. Aber was ich weiß, es ist nicht linear. Es ist dynamisch. Mhm. Und das ist eine Dynamik, die wir jetzt angesprochen haben, die kann morgen stattfinden, die kann in einem Jahr, in 10 Jahren, in einer Generation stattfinden, aber die ist im Lauf, die ist im Gange. Und das ist meine Hoffnung. Es wäre sehr schön, wenn ich es noch erleben könnte, aber wenn nicht, dann nicht. Mhm.
dann erleben es unsere zukünftigen Generationen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich bin sehr, sehr positiv, dass das im Begriff ist, dass das im Begriff ist, stattzufinden. Also, ich begrüße das sehr, was Sie da gesagt haben. Ich wollte vor 10 Minuten Folgendes sagen. Es hören eine Menge junge Leute hier dazu und noch mehr draußen. Und das, was vorher gesagt wurde, erzeugt ein Gefühl der Ohnmacht bei den Leuten. Denn alles kontrolliert, Geld regiert die Welt, wir können nichts machen. Aber das finde ich jetzt einen guten Einwand, was Sie da gesagt haben. Und ich bin auch zuversichtlich, es dauert noch ein bisschen. Es muss nur das Elend zunehmen und irgendwann kommt der Wendepunkt. Das ist meine Theorie oder meine Erwartung, denn im Deutschen sagt man, darf ich das auf gut Deutsch sagen? Bitte, Sie können ja sehr gut Deutsch. Der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Sie können das Geld alles einsammeln und auch Geld drucken, aber irgendwie werden diese Menschen feststellen, dass sie eine Masse brauchen, um sie irgendwie in Frieden zu halten. Ja. Und das andere, wo ich mir auch Sorgen mache, wenn ich gucke, die Politik der Bundesregierung, wie das so durchgesickert wurde in der Presse, als sie gefragt wurden, was ist die Zukunft, wie ist die Perspektive, wie sieht das aus? Ein Stichwort, Wettbewerbsfähigkeit. Wie wird man wettbewerbsfähiger, indem man niedrige Löhne gibt, besser produziert? Aber meine Frage ist eine andere. Wenn alle exportieren, wer soll konsumieren? Also vielleicht für unsere Zuschauer und auch insbesondere für die deutschen Zuschauer ist es wichtig zu wissen, was mein Land im Moment leistet. Also in diesem Jahr sind über Italien 170.000 Flüchtlinge reingekommen und die befinden sich entweder in Italien oder haben Richtung Norden den Weg gefunden. Über Spanien sind es 7.000 reingekommen. Also nochmal 7.000 über Spanien. 170.000 über Italien und, jetzt halten Sie sich fest, 200.000 über Griechenland. Und diese Leute fallen ein, oder ich will nicht das falsche Wort jetzt, also gehen rein ins Land. Ja. Überrennen es quasi. Kommen, die werden über Schlepper transportiert. Ja. Viele von denen gehen ein, ertrinken. Es gibt mehrere Bilder, kürzlich ist das Bild des kleinen Kindes. Ja. Aber diese 200.000 Leute verteilen sich auf ganz, ganz wenige griechische Inseln. Wir haben zwar 3.000 Inseln, 270 sind bewohnt und die Flüchtlinge sammeln sich in 3, 4, 5 Inseln. Jetzt dividieren Sie 200.000 durch 5 Inseln oder so, was dann sehen Sie, was in diesen Inseln passiert. Und ich erwähne nur ein Beispiel, Lesbos, ja, eine Insel mit einem sehr schönen griechischen Öl. Olivenöl, hat im Moment 10.000 oder bis vor wenigen Tagen 10.000 Flüchtlinge und die haben täglich 10.000, also 10 Tonnen Exkremente hinterlassen auf freier Fläche. Und wenn selbst die organisierte deutsche Bürokratie überfragt ist mit der Bewältigung dieser Flüchtlinge, die gekommen sind hier, auf diesem großen Raum. Können Sie sich vorstellen, was in Griechenland passiert, in einem Land, das bankrott gemacht wurde, durch die Gründe, die wir eben diskutiert haben, ein Land, das sich selbst nicht ernähren kann und das, alle Flüchtlinge gehen in landwirtschaftlichen Bereichen, also es gibt keine Krankenhäuser, es gibt fast nichts. Und auf der Insel Lesbos zum Beispiel waren mehr Flüchtlinge, als überhaupt Bewohner da waren. In sanitären Verhältnissen, das können alle der Zuschauer sich vorstellen. Und deswegen, ich breche eine Lanze für mein Land. Es ist ein geschundenes Land. Es sind viele Faktoren zusammengekommen. Aber wir tragen eine große Last. Eine große Last jetzt durch diese Flüchtlinge. Und wir, jetzt komme ich wieder auf uns zu, wir haben etliches gemacht, dass diesen Flüchtlingen zumindest etwas zugute kommt, dass die gesundheitlich versorgt werden. Dafür haben wir uns ja eingesetzt. Und wir haben eine Einrichtung unterstützt, die auch solche Kinder von Flüchtlingen. Smiles of Child. Hamogelo du Periu heißt das auf Griechisch. Ja. Dann haben wir das Krankenhaus Elpis unterstützt. Älteste Klinikum des Landes. Genau. Und die
behandeln jeden Patienten, der da ankommt, auch Flüchtlinge, umsonst. Mhm. Und jetzt noch eine weitere Zahl. 3 Millionen Griechen haben keine Krankenversicherung. Und Griechenland ist das einzige EU-Land, wo die Arbeitslose keine Versicherung haben. Also es ist eine Apokalypse, nur da sehen die Touristen ja nicht. Denn diese Flüchtlinge, die sammeln sich an ganz bestimmten Punkten und dann kloppen die sich gegeneinander. Es sind Sunniten, das sind Schiiten, mhm, und dann kann man sich vorstellen, was da passiert. Mhm. Ne? Aus Syrien kommen von beiden Seiten Leute, ja, rüber. Dann kommen Leute aus dem Irak, dann sind Afghaner, dann gibt es auch Leute aus Afrika. Ich habe auf einer griechischen Insel, das werde ich auch in meine Homepage setzen, einsame Schuhe gefunden von wahrscheinlich ertrunkenen, ja, Leuten. Ja. Ich habe eine Schuhe gefunden aus Südafrika. Was hat diese Mensch ertragen müssen, um überhaupt diesen ganzen Abstand zu machen? Wie geht es ihm? Hat er es überlebt? Ich weiß es nicht. Ich leide mit diesen Menschen und ich bedanke mich nochmal bei den Zuschauern, die uns unterstützt haben. Und ich sage noch etwas, und das ist sehr, sehr wichtig. Die Leute wollen wissen, wo das Geld hingeht. Ich habe das eben angedeutet. Aber es ist wichtig anzumerken, dass wir nicht Geld schicken, nein, sondern wir kaufen Geräte, wir finanzieren den Kauf der Geräte und abgeliefert werden Geräte, mhm, oder Medikamente oder Nahrungsmittel, mhm, für die Kindereinrichtung zum, ja, Beispiel, oder ein Herd, um für diese Kinder zu kochen. Wir sind oder also nicht so naiv, dass wir einfach Geld geben und nein, davon ausgehen, dass es in korrupten Kanälen passiert. Das haben wir nicht gemacht. Und etwas anderes. Nein, keine Blank Checks. Und etwas anderes. Ich reise jetzt wieder dahin und wir waren zusammen. All diese Kosten, die haben wir selber privat getragen. Wir haben keinen Pfennig von diesem Konto dafür genommen. Und von diesem Geld, 250.000, geht kein einziger Cent für Verwaltung. Das geht alles wir für sind den die Zweck. Verwaltung. Wir sind die Verwaltung. Also er verwaltet. Er verwaltet das Geld. Er ist der Liebe, der Geld schickt an die entsprechenden Stellen, Medikamenten oder Geräte kauft. Und ich bin der Böse, der vorher schaut, ja, ob es sich lohnt und ob das alles okay ist, ob es alles koscher ist, wo wir investieren. Und ich verfolge auch die Sachen. Und, das wissen Sie jetzt nicht, die Geräte, einige Geräte, die wir gekauft haben, oder die werden jetzt in diesem Klinikum installiert und die haben mich eingeladen, mir das alles anzuschauen. Mhm. Das heißt, die bekommen also eine Inventarnummer. Ja. Ich bin der Deutsche unter den Griechen. Okay. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Dirk Pohlmann bedanken, der letzte Sendung so ist das. Hier saß und der uns zusammengebracht hat. Aber der sitzt irgendwo. Der sitzt hier irgendwo im Hintergrund. Irgendwo. Und, ja, danke nochmal an Dirk Pohlmann. Applaus für Dirk Pohlmann, der uns zusammengebracht hat. Und, genau. Aber, Herr Professor Janis, ich möchte mal was anderes sagen. Wir sehen, es geht. Ja, und ich bin auch in Griechenland überhaupt nicht durch irgendwie beschimpft worden von irgendjemandem, sondern ich habe mit vielen Leuten diskutiert und so, und ich bin natürlich als ein Deutscher mit Kamera, na, was soll das hier, Voyeur TV und so, das ist mir nie passiert. So, ich habe mit vielen ja gesprochen, es gibt auch einen Film darüber, was wir tun, es gibt noch Reportage über das, was wir tun. Also wir werden jeden Hellas und Pfennig, sage ich, ja, da werden wir zeigen, wo das Geld angekommen ist. Aber wir zeigen ja, dass es geht, und wir haben in diesem Smiles of Child ja nicht nur Kinder gesehen aus Griechenland, sondern holländische Kinder, die irgendwo auf der Straße sahen. Oder aus Sri Lanka. Ja, oder Menschen aus Asien, also Straßenkinder, ja, die dann eine griechische Identität bekommen, versorgt werden. Also man hilft einfach Kindern, und Kinder sind einfach Kinder. Da frage ich nach dem Personalausweis. Ja. Wenn da die Troika kommt, sagt halt, das rechnet sich nicht, sehr komisch. Also da sind wir wieder bei den Werten. Aber dieser Zwist, den wir im Moment in Europa spüren, der auch durch entsprechende Gazetten gefeatured wird, nach dem Motto, die machen dies. Wir waren doch mal in einer anderen Zeit, Herr Wolf, wenn wir uns an Bretton Woods erinnern, 1944. Wir hatten doch mal ein völlig kaputtes Europa nach Kriegen. Und da wurde doch in Bretton Woods, wurden doch eben Organisationen wie die Weltbank oder der IWF eigentlich gegründet, um die Welt zu befrieden, um einen Ausgleich zu schaffen. Das war doch mal so. Wo ist das verloren gegangen? Das ist die ideologische Verbrämung der ganzen Geschichte gewesen. Also der Zweite Weltkrieg hat dazu geführt, dass es zum ersten Mal in der Welt eine Supermacht gegeben hat. Das hat es vorher nicht gegeben. Bis zum Ersten Weltkrieg waren die Briten, das britische Empire war der Nabel der Welt. Und zwischen den beiden Weltkriegen hat Großbritannien stark abgebaut. Am Ende des Zweiten Weltkrieges war Großbritannien hochverschuldet und spielte politisch keine große Rolle mehr. Dafür umso mehr die Amerikaner. Die Amerikaner hatten den größten Binnenmarkt. Die hatten eine riesige Produktionsmaschinerie aufgebaut über die Fließbänder damals von Ford.
Ort eingeführt. Die haben die größten Goldbestände gehabt. Zwei Drittel der Goldbestände der Welt waren in amerikanischer Hand damals. Die hatten nur dieses eine kleine Problem. Die hatten diese große Überproduktion. Die brauchten neue Märkte. Und um diese neuen Märkte sich zu erschließen, haben sie den Dollar als Leitwährung eingeführt, um damit auch in das letzte Land der Welt ihre Waren da exportieren zu können. Das war eigentlich der wahre Hintergrund. Dass Politiker sowas immer ideologisch verbrämen, ist ganz klar. Es wird ja auch immer gesagt, dass der Marshallplan so eine humanitäre Aktion zugunsten der Europäer gewesen ist. Ist er auch nicht gewesen. Der Marshallplan hat einfach den Amerikanern dazu gedient, Europa als Bollwerk gegen die Sowjetunion aufzubauen. Also man muss da immer sehr aufpassen. Man kann ja zwei Seiten sehen. Es hat den Nebeneffekt gehabt, aber der wirkliche politische Grund dafür war, die Sowjetunion einzugrenzen, weil die Sowjetunion damals eine Planwirtschaft war. Und die Planwirtschaft bedeutete, dass dem Kapitalismus ein Markt entzogen war. Das galt für die Sowjetunion und für den gesamten Ostblock. Und die Amerikaner haben ja auch sofort ihr wahres Gesicht gezeigt, weil sie haben in Hiroshima und Nagasaki haben sie zwei Atombomben abgeworfen, um zu zeigen, dass sie auch militärisch die größte Macht der Erde war. Eins der größten Verbrechen in der Geschichte der Menschheit. Man muss sich das mal vorstellen. Atombomben auf einfache Städte zu werfen. Und sie haben ja genau in dem Stil dann auch weitergemacht. Also ich bin in Korea aufgewachsen, aber Gott sei Dank nach dem Koreakrieg vor mir sind dort 4 Millionen Menschen ermordet worden. Sie haben in den USA studiert? Ich bin aber deswegen nicht ein Fan der amerikanischen Regierung geworden, Gott sei Dank. Sind Sie ein Fan Amerikas? Nein, überhaupt nicht. Also ich mag das Land selber, also ich mag auch die Leute da teilweise. Ja. Aber ich muss sagen, also Amerika hat auch sehr, sehr negative Seiten. Also in Amerika ist die Gehirnwäsche des Einzelnen in vielen Bereichen schon sehr, sehr weit vorangeschritten. Also in Amerika merkt man, was es bedeutet, wenn Leute 24 Stunden am Tag mit irgendwelchen Medien denen der Geist völlig vernebelt wird. Und es gibt also ganze Landstriche in Amerika, wo man mit den Leuten wirklich kaum vernünftig reden kann. Also ich bin immer an der Ostküste, da geht es dann einigermaßen noch. Aber es ist schon schwierig. Also ich habe mich auch damals entschieden, nicht in Amerika, sondern in Europa zu leben, weil ich einfach die Lebensqualität in Europa höher einschätze. Absolut. Und weil ich auch das kulturelle Niveau hier wirklich genieße. Und das kulturelle Niveau in Amerika bewegt sich auf dem Niveau von Mickey Mouse und McDonald's. Und das gefällt mir einfach nicht. Wir müssen jetzt aber mit diesem Amerika leben. Und ich glaube, wo ich jetzt mal wieder ein bisschen was Positives reinbringen kann, da sind wir wieder bei der Leitwährung, als Reservewährung. Das nimmt ja ab. Also ja, das ist so, dass die Chinesen inzwischen auch sehr, sehr erstarkt sind und die haben ja auch diese BRICS-Bank gegründet und diese AIIB, die Asian Investment und Infrastructure Bank. Und da sind die Deutschen dabei, muss man da sagen, ne? Die Deutschen, ja, da sind alle großen Länder dabei. Die meisten Europäer sind dabei. Ja, alle, fast alle sind dabei. Was können wir daraus lesen? Dass wir uns langsam abnabeln, dass wir langsam... Nein, dass es eine andere Macht gibt, die inzwischen größer wird. Man muss ja auch sagen, dass die Amerikaner auf dem absteigenden Ast sind. Also das hat mit der Funktionsweise des Finanzkapitalismus zu tun, dass der sich von innen her selber zersetzt. Die Globalisierung hat dazu geführt, dass die amerikanischen Konzerne und Banken riesige Gelder gemacht haben, weil die Löhne in China waren sehr gering. Und die Löhne in Bangladesch sind noch geringer und in Pakistan sind sie noch geringer. Aber dadurch ist die ganze Produktionsfähigkeit der USA ausgelagert worden in andere Länder. Das heißt, es gibt keine Arbeitsplätze mehr in Amerika. In Amerika gibt es riesige Probleme deswegen, weil erstmal leben 50 Millionen Amerikaner, was kaum jemand hier weiß, von Essensmarken. Also jeder sechste Amerikaner. Wir sind bei Nemesis. Ganz genau. Und es ist auch so, dass in Amerika die Konzerne teilweise den Leuten heute viel weniger zahlen als früher. Also General Motors zum Beispiel ist extra in die Insolvenz gegangen, um den Leuten ihre Renten nicht mehr auszahlen zu müssen und um Neueinsteiger anders bezahlen zu können. Also ich war vor 2 Jahren in Detroit, da ist bis vor 10 Jahren oder vor 7 Jahren ungefähr ist eine Neueinstellung eines Arbeiters für 28 Dollar die Stunde vorgenommen worden. Als ich da war, waren es 14, heute sind es 12. Ja. Also so weit sind die Löhne da gedrückt worden. Und das bedeutet aber wiederum, das bedeutet aber wiederum, dass die Kaufkraft der amerikanischen Arbeiterschaft immer weiter in sich zusammengefallen ist. Und die wird hochgehalten über dieses Kreditkartensystem, über Schuldensystem. In Amerika gibt es auch die Studenten in Amerika sind unglaublich hoch verschuldet, weil die Universitäten in Amerika ja kostenpflichtig sind und sehr teuer sind teilweise. Also ich habe 2 Geschwister, die wiederum Kinder haben da drüben. Meine Schwester, nachdem beide Kinder durchs College waren, hatte Schulden in Höhe von 400.000 Dollar am Hals. Und die muss sie jetzt abzahlen mit ihren Kindern zusammen. Ja. Also das ist ganz normal in Amerika, dass man einen hoch verschuldet ins Leben geht. Es spiegelt eigentlich die Wirklichkeit heute wieder, dass die Schulden die Welt regieren. Wie kommen wir denn raus aus diesem System?
Ich denke, dass es keinen einfachen Ausweg geben wird. Ich denke auch, dass dieses System ist einfach nicht mehr reformierbar. Ja. Aber es ist im Moment deuten alle Anzeichen darauf hin, auf eine wirklich wilde Epoche, die vor uns liegt, die garantiert auch zu Revolutionen führen wird, weil die soziale Ungleichheit in der Welt ist heute größer als zu jedem Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit. Ja. Also der Unterschied zwischen einem Hedgefondsmanager von heute und einem Sozialhilfeempfänger ist größer als der Unterschied zwischen einem Sonnenkönig im Mittelalter und einem Armen. Ja, das ist leider wahr. Er wird immer größer. Er wird mit jedem Tag, mit jeder Stunde, die wir hier sitzen, wird er größer. Aber ist das nicht schon verkürzte Kapitalismuskritik? Ist es auf jeden Fall. Also ich bin bestimmt kein begeisterter Anhänger des Kapitalismus. Ich möchte jetzt haben. Aber nochmal, das Wichtigste ist eben, dass der Kapitalismus tatsächlich seine innere Struktur und sein Gesicht geändert hat. Dass es einen Kapitalismus vor dieser Diktatur der Finanzindustrie gegeben hat, der bis ungefähr 1970, 75 gedauert hat. Und dass wir seitdem wirklich unter der ungehemmten Diktatur der Finanzindustrie leben, die alle Bereiche des Lebens umfasst, die Medien umfasst, die sämtliche Bereiche sich untertan gemacht hat, auch den Medizinbereich sich untergemacht hat, wo es heute nicht mehr um die Behandlung von Patienten, sondern einzig und allein nur noch um Wirtschaftlichkeit geht. Mhm. Es geht in allem nur noch um Wirtschaftlichkeit. Und das Problem ist, dass es immer anonyme Investoren im Hintergrund sind. Dass man heute das ist auch, glaube ich, ein großes Problem in der Politik heutzutage für junge Leute, weil es gibt kein direktes Feindbild mehr. Man hat nicht früher, also ich stelle mir vor 80 Jahren, dass jemand, der bei Grundig gearbeitet hat, als Arbeiter am Fließband, dass der immer den alten Grundig gesehen hat, der in seinen dicken Mercedes eingestiegen ist und sich darüber geärgert hat, dass es der Kapitalist, der mich ausbeutet. Aber heute ist das ja alles so undurchschaubar geworden. Mhm. Weil es sind diese Investoren im Hintergrund, von denen keiner weiß, wer sie Märkte. Sind. Ja, ganz die genau, es sind die Märkte, die Finanzmärkte. Und wie soll es dann zur Revolution kommen? Also ich kann dazu vielleicht noch etwas sagen. Ja, also die wird sich ganz von alleine entwickeln, unabhängig von unserem Willen. Aber dann übersehen Sie doch völlig das hier. Also Leute, wer doch stillgestellt. Was Sie gerade hochgehalten haben, das Buch, nämlich dass die Massen durch die Meinungsmanipulation und durch gefügig machen, dass sie quasi gelähmt wird. Ich habe mir gedacht, dass Sie damit kommen und habe mich deswegen extrem vorbereitet mit einem Spruch von Truman Capote. Der hat nämlich vorhin gesagt, das Dilemma mit der Menschheit ist, dass die Klugen feige, die Tapferen dumm und die Fähigen ungeduldig sind. Die Idee wäre, also das Ideal wäre der kluge Tapfere, der die nötige Geduld aufbringt. Okay. Vielleicht müssen wir einfach geduldiger mal anfangen, richtig. Aber geduldig sein. Das heißt, wenn ich das sage, als ein ungeduldiger aber Mensch. Aber es ist doch, ich bin doch nicht dagegen, dass man das Ganze umstülpt und dass man die Revolution macht, wenn man so den Begriff benutzen will. Aber es gehört auch ein Stück Nüchternheit dazu. Und diese Nüchternheit gibt mir ein, dass ich sehen muss, dass diese Vorstellung, dass wenn es den Menschen so miserabel geht, wie Sie ja geschildert haben, dass dann daraus der Umsturz wächst oder die Revolte wächst, dass diese Vorstellung halt scheitert, zumindest Tendenz hat zu scheitern, deshalb, weil die Mächtigen wissen, dass sie, wie sie selber gesagt haben, durch Gehirnwäsche, das Wort gebrauche ich zwar nicht, weil das den Eindruck erweckt, es wird was gewaschen, es wird geprägt, was die Leute denken. Und durch diese Prägung werden sie auch stillgestellt. Und ich bin doch nicht damit dagegen, dass das alles so bleibt, sondern ich würde nur sagen, noch ein Schritt der Nüchternheit dazu und dann machen wir die Revolution. Ich bin übrigens kein Freund der Revolution, ich bin eher ein Freund der Evolution, der Transmission. Ich glaube, wir sollten uns von der Revolution verabschieden, wo die jetzt unten sind, im selben System dann oben sind und sowas Ähnliches machen. Aber vielleicht ist, das sind wieder Begriffe. Ja, wenn ich dazu noch sagen kann, ich bin total einverstanden, was Sie gesagt haben. In diese Richtung geht es, aber ich sehe da einen Funken Hoffnung, eben auch im Sinne von der Evolution. Denn die Evolution ist so, ich sehe die Evolution nicht als Aggression, sondern als eine friedliche Entwicklung. Und die zeigt sich bereits im Finanzmarkt ab. Und zwar auf folgende Art und Weise. Bis vor kurzem, und das war auch so etwas, das 1971 von der Bush-Familie mit den Saudis verhandelt wurde, dass jedes Fass von Hydrocarburen oder von Gas in Dollars verkauft werden musste. Das ist also die Bindung. Das Diktum der OPEC. Der OPEC-Länder. Und so haben sich alle Länder daran halten müssen. Und heute, die meisten halten sich immer noch daran. Aber wer sich davon gelöst hat, bereits seit einem Jahr oder noch ein bisschen mehr, ist Russland und China. Und Russland ist, glaube ich, etwa der zweite Produzent von Rohöl. Und die haben also riesen
Trillionen Geschäfte gemacht. Wir wissen nur von 800 Milliarden von zwei Verträgen, die sie abgeschlossen haben mit China. Aber im Hintergrund laufen noch viele andere. Das heißt also, die werden nicht mehr in Dollars verkauft, sondern in der lokalen Währung, in Yuan oder in Rubels. Nicht wahr? Mhm. Das heißt also, die Nachfrage nach dem Dollar, die wird reduziert. Und der einzige Grund, warum der Dollar die Reservewährung immer noch zum größten Teil ist, wir haben darüber vorher gesprochen, im Jahr 2000, glaube ich, war sie etwa um 75% noch und dann ist abgesackt zu 60% und heute nähern wir uns der Grenze von 50%. Es kann angenommen werden, dass wenn die unter 50% schreitet, also der Dollar als Reservewährung, dass es eine Flucht aus dem Dollar raus gibt. Und diese Flucht muss natürlich vorbereitet werden, sonst fällt das ganze kapitalistische System, das, auf dem wir leben, auf dem der Westen lebt, denn der Osten schon bereits hat sich vorbereitet, aber auf dem wir leben, wird in sich zusammenfallen, also eine Implosion. Um das zu verhüten, braucht es Geduld. Und ich bin normalerweise sehr ungeduldig, aber ich habe jetzt eingesehen, was Russland und China planen, ist eigentlich sehr gut. Denn der Westen wird in Zukunft ein Markt sein, um das schlechte Wort Markt zu brauchen, aber die brauchen auch den Westen, die wollen den Westen aufnehmen, weil sonst mit dem System der Westen nichts mehr zu suchen hat. Mhm. Wir sitzen tatsächlich im Westen auf einem sinkenden Schiff, ökonomisch gesehen. Davon kann man nicht abgehen. Jetzt hat Russland und China zusammen, von dem redet man sehr selten, die haben also Organisationen mitgeholfen zu gründen, also einmal die BRICS, dann gibt es die Shanghai Cooperation Organisation, die ganz Zentralasien, Russland und China und neuerdings auch ein paar BRICS-Länder einschließt, und neuerdings auch noch Iran, Pakistan und Indien sind auch noch dazu. Indien ist auch ein BRICS-Land. Mit anderen Worten, diese ganze Assoziationen, die verknüpft sind, die haben zusammen ein Bruttosozialprodukt von etwa einem Drittel des Weltbruttosozialprodukts. Das ist ein Drittel von etwa 25, ich glaube mehr als 25 Milliarden. Das ist eher 32 Milliarden oder Trillionen. Trillionen. Und die haben mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Also man kann sich das vorstellen, dass da eine Macht steht, eine ökonomische Macht. Ich brauche nicht gern den Ausdruck Macht, weil er sehr negativ klingt. Aber dass da eine Masse ist, die ohne weiteres unabhängig vom Westen überleben kann. Und aber wird die auch kapitalistisch produzieren? Das haben sie im Moment nicht. Das heißt also, es gibt kapitalistische Züge in China, ja. Natürlich auch in Russland, aber nicht neoliberale. Ich glaube, wir müssen hier unterscheiden zwischen neoliberalem Kapitalismus, was ich ökonomischen Faschismus nenne, oder eben Kapitalismus, der noch menschlich ist oder der mit dem Europa groß geworden ist nach dem Zweiten Weltkrieg, mit Sozialleistungen, der kontrolliert ist. Und ich glaube, so sieht es in Russland aus und in China hat immer noch ein grundsätzlich sozialistisches System. Aber Herr König, müssen wir nicht uns generell Gedanken machen, auch wenn Sie von das, was Sie jetzt sprechen, dass Sie sich abkoppeln. Etwas ändert sich nicht, die Größe der Erde ändert sich nicht, nee. Die Menschen nehmen aber zu. Müssen wir nicht darüber nachdenken, weil wir auch im Titel ja haben, Ethik oder Etat sind ja. Unsere Werte, Börsenwerte. An der Börse gibt man sein Geld aus, investiert, um mehr zu bekommen. Wir sind ja in einer Wachstumsgesellschaft, es soll immer mehr werden. Also ich nenne es Wirtschaftskrebs, den wir heute haben. Befinden wir uns nicht oder sollten wir uns nicht langsam kollektiv aufmachen in eine Postwachstumsgesellschaft? Genau. So eine Gesellschaft, die eben nicht wachsen muss, um zu überleben. Ja. Das ist doch, das sollte doch, aber das können Sie ja nicht an der Börse handeln, so etwas. Müssen wir uns davon verabschieden? Ja, müssen wir. Hm? Müssen wie wir. Sieht so eine Gesellschaft aus? Müssen wir Geld von Arbeit trennen? Wir müssen wahrscheinlich, das ist mal eine Idee, wir müssen wahrscheinlich das Wachstum, das jetzt in die Höhe geht, das heißt, dass wir immer mehr Ausbeutung der naturellen Ressourcen. Wir sind im Augenblick in der westlichen Welt, in Amerika glaube ich etwa bei 4,5 Mal
Wenn die ganze Welt so leben würde wie die USA, dann würden wir 4,5 Mal die Ressourcen der Erde brauchen. Mhm. Wie in Europa, glaube ich, etwa 2,5 Mal, in Afrika 0,4 Mal und in Asien auch so zwischen 0,4 und 0,6 Mal. Mhm. Ja, und also wir sind das also ist Effizienz, wie die arbeiten. Eine Defizienz. Das mit anderen Worten, seit 1966, es gibt so eine Uhr, die beurteilt also den menschlichen Footprint. Ja. Und der menschliche Footprint hat also die Ressourcen der Erde, 1966 war 1:1 und seit 1966 ist er überschritten. Ja? Mhm. Und da müssen wir zurückgehen, sonst müssen wir irgendwann auswandern. Mhm. Ja? Und das können wir heute aber wohin? Ja, eben. Wohin? Als ich in Athen war, habe ich festgestellt, dass immer mehr Menschen, und das ist glaube ich auch ein Zeichen für unsere Gesellschaft, ich dachte, die Red Bull Gesellschaft mit Geiz ist geil, lässt sich nicht steigern, lässt sich schon. Immer mehr Menschen auf der Akropolis hatten keine Zeit für die Akropolis, weil sie einen Selfie-Stick hielten. Da habe ich gedacht, was ist denn das eigentlich? Also, das war auch eine Metapher, ja. Damit man später sich selbst beweisen kann, wo man war. Dabei ist man ja gerade und guckt sich an, was hinter einem war, wo die Akropolis. Aber Sie als Grieche und natürlich auch als, Sie sind ja immer auch Philosoph. Ich war mit Ihnen immer, Sie können immer irgendeinen Philosophen zitieren. Was ist Ihr Entwurf für ein Europa oder eine Welt, fangen wir es mal größer an, wie Sie sich wünschen? Also ich wünsche mir ein humanistisches Europa, ein solidarisches Europa, das sich zurückbesinnt auf seine Werte. Was sind das für Werte? Die Werte, die liegen sehr viel in der Vergangenheit. Das ist der griechisch-römische Geist und das ist die Sachen, die also über 2500 Jahre alt sind. Dann kam die Ökonomie dazu und die Ökonomie hat dazu geführt, dass diese Werte verlassen worden sind. Der Mammon hat viele Werte ausgelöscht. Und ich bin auch Realist und ich sehe, dass neue Ideen über ein neues Europa nicht unbedingt vom Zentrum von den satten und gebildeten Leuten kommen, sondern es wird in der Peripherie Neues angestoßen. Mhm. Und unser Finanzminister, der vorherige, der mag sein, wie der ist, aber der hat einiges Neues gebracht. Und für mich... Sprechen Sie von Varoufakis? Von Varoufakis, ja. Der hat einiges in Bewegung gebracht. Keiner von uns ist perfekt. Aber wenn man guckt, welchen Einfluss und wie die Leute was Zulauf er hat, er muss nicht alles so ganz falsch gemacht haben. Merkwürdigerweise, das, was er gesagt hat, wird jetzt von dem französischen Finanzminister übernommen und auch in der Süddeutschen 1:1 reproduziert. Aber das ist das Gleiche, was Varoufakis gesagt hat. Mhm. Und ich denke, wir brauchen so eine Bewegung, eine paneuropäische Bewegung, eine neue Bewegung, die jenseits der Grenzen etwas bewegt, eine neue politische Kraft, Bewegung jenseits der Grenzen, mhm. über die Grenzen hinweg. Vielleicht mit Hilfe der Social Media. Ich weiß es nicht. Sie haben einige Punkte angesprochen. Auf jeden Fall, es wird das Europa, was wir kennen, wo ein Zentrum existiert, das die anderen kaputt macht und von deren Niedergang profitiert, das wird es nicht mehr geben. Und der 13. Juli, die Kapitulation Griechenlands, das ist ein Pyrrhus-Sieg für Dr. Schäuble und seinen Lakaien. Ja. Diese Typen, die da so gelacht haben, die sind Speichellecker von Dr. Schäuble. Das muss ich sagen. Eines Menschen, der ein böses Leben, sein Leben als böses bezeichnet, der kann keine Empathie. Ich wiederhole das nochmal. Und seine Speichellecker genau das Gleiche nicht. Die denken, die haben gewonnen, weil die Griechen gedemütigt haben. Aber sie haben verloren. Am 13. Juli haben sie verloren. Und das ist der Beginn eines neuen Europas. Gucken Sie mal, auch die Tatsache, dass Piketty jetzt Podemos unterstützt, das wurde in deutschen Medien überhaupt nicht verbreitet. Piketty hat sich verbunden als Berater von Podemos. Und in Italien weiß ich, es entstehen neue Parteien dort. Und ich weiß, wovon ich rede. Die sind jetzt in der Mache, sozusagen. Und in Portugal, ich weiß nicht, ich bin nicht informiert. Ich bin auch nicht jetzt umfassend informiert. Aber es passiert etwas im Süden Europas. Und in Frankreich mit Mélenchon. Ja,
Zum Beispiel. Varoufakis, ja, und Varoufakis mit dem zusammen. Ja. Ja. Es passiert etwas. Und ich hoffe, ihr habt auch die Möglichkeit, Varoufakis auch mal demnächst anzusprechen. Wir sind, das kann ich an dieser Stelle verraten, mit Varoufakis direkt im Kontakt. Da wird es was stattfinden. An dieser Stelle will ich das nochmal ankündigen. Sehr schön. Ich hoffe, das für euch. Ja. Herr Müller, Nachdenkseiten, da der Name sagt es, sind lange Artikel, macht mir gar nichts aus, finde ich super. Sie sind für mich so jemand auch ein Urgestein der sozialen Marktwirtschaft. Was passiert denn mit diesem Modell? Haben wir es vollständig aufgegeben? Sind wir alle neoliberal? Wohin geht das denn? Also da wird ja auch ein Stück Ihres Lebenswerkes vor Ihren Augen kaputt gemacht. Ja, das ist schon richtig. Deshalb habe ich mich ja vor 12 Jahren oder 13 Jahren auch oder 14 auch aufgemacht, ein Instrument zu erfinden, mit dem man eine Gegenöffentlichkeit aufbauen kann, weil ich klar gesehen habe, dass das, was an Zerstörung stattgefunden hat, ja schon seit 1980 praktisch immer stufenweise und dann, wir können das ja bei Naomi Klein nachlesen, wie das in Chile 1973 schon, also sehr viel früher angewandt worden ist. Das habe ich irgendwie verschlafen. Wir haben das in Bonn gar nicht mitgekriegt, dass das in Chile gesteuert war von Ideologen. Aber auf jeden Fall, ich sah dann halt deutlich erkennbar übrigens, auch wieder Propagandamaschinerie, die Gründung der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Das wird ja hier bekannt sein, dass von den Metallarbeitgebern am 12. Oktober 2000 aus der Taufe gehoben worden unter dem Vorsitz von Hans Tietmeyer. Das ist der Mensch, der in Davos mal verkündet hat, die Politiker müssen endlich mal merken, dass sie unter der Macht der Finanzindustrie sind und dass die den entscheiden, hat er offen gesagt. Also gut, die haben 100 Millionen D-Mark genommen und haben damit begonnen, Propaganda zu machen. Das war der Anstoß dann für das Nachdenken über die damals noch nicht als Nachdenkseiten firmierende kritische Internetseite. Dann habe ich hier in Berlin gesucht nach Unterstützung bei den Gewerkschaften und so weiter. Alles nichts geworden. Und habe dann Wolfgang Lieb gefunden, der mitgemacht hat. Und das war ganz klar ein Instrument, mit dem wir versuchen wollten, Aufklärung zu schaffen im Sinne einer sozialeren, solidarischen Wirtschaftsordnung. Das war völlig klar. Und deshalb haben wir uns auch sehr stark konzentriert auf die ökonomischen und sozialen Aspekte und dann auf die politischen sowieso. Das war die Gründung. Inzwischen haben wir über 100.000 Zugriffe, also Besucher, nicht Zugriffe, Besucher pro Tag. 110.000 und das ist schon beachtlich. Wir wollen aber eigentlich auf 200 oder 300.000. Sie wollen wachsen. Wir wollen wachsen, ja. Also die Überlegung ist ganz klar, wenn wir 300.000 haben, dann haben Sie, wenn Sie Nachdenkseiten lesen, die Chance, dass Sie in der Straßenbahn oder in der U-Bahn mal öfter jemanden treffen, der so einen Anstecker hat, Nachdenkseiten. Ja? Und dann kommt Kommunikation zustande. Das ist das ganz Wichtige, wenn man also die Hoffnung hat, dass es eine Evolution gibt, dann muss die ausgehen von Menschen, die untereinander kommunizieren, die sich austauschen, Informationen austauschen, gemeinsam nachdenken, gemeinsam kritisch betrachten. Und dann entsteht so ein Sauerteig, der für unsere Gesellschaft wichtig ist, in diesem Sinne, wie Sie auch das gesagt haben und hoffen. Also ich finde, dass das halt toll, dass es euch gibt hier, Sie, Ken Jebsen und finde ich die auch. Anderen. Und es gibt noch ein paar andere, die sich bemühen. Es gibt aber, das muss man ganz klar sehen. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht als pessimistisch gelte. Ich bin immer nur, habe alle Antennen ausgefahren, wenn ich jetzt wie bei der Querfrontstudie, wenn ich merke, dass versucht wird, mitten hineinzutreffen in diese, würde ich mal sagen, fortschrittlichen Gruppen. Und von dort her aus zu blockieren oder zu unterminieren oder zu unterwandern, kann man ja fast sagen. Mhm. Und da muss man immer aufpassen. Aber dennoch ist das ja ein toller Erfolg von Ihnen und von uns. Und ich bin ja auch hier, um diese Kooperation sichtbar zu machen. Sie waren bei mir und in der Südpfalz. Und das hat
hoffentlich Ihnen gefallen und mir auch gefallen, dass Sie da waren. Aber es gibt natürlich, das sieht man auch wieder bei dieser Studie, gibt da totalen Widerstand. Es gibt üble Verdächtigungen gegen alle. Und das ist der Grund, also Nachrichtenseitenleser wissen ja wahrscheinlich, dass ich des Öfteren mal jetzt einfach aus Zorn, aber auch um aufzudecken, etwas geschrieben habe über die Gesinnungspolizei. Ja. Da so Mr. oder Herr X ist mit Herrn Y gesehen worden und Herr Y ist ein ganz schlimmer Finger. Also so sagt man das, dass er das sei. Und diese Art von Fertigmache ist einfach unerträglich. Dass man Sie sagt, also Sie sollten sich jetzt von dem trennen, weil bisher fand ich Sie ganz gut, aber jetzt haben Sie mit dem sich unterhalten. Das heißt, Sie denken auch alles, was der denkt, weil Sie haben sich getroffen. Das ist ja die Machenschaften von Jutta Ditfurth und Freunden, die ich früher mochte, stehen mal. Das läuft ja genau nach diesem Motto. Also ich bin jetzt auch ein Verschwörungstheoretiker. Natürlich. Ja, klar. Sie sind Forscher, dann müssen Sie ein bisschen Verschwörungstheoretiker, weil Sie behaupten Dinge, die erst viel später bewiesen werden. Also diese Etikettenverteilung, gegen die müssen wir uns wirklich wehren. Ich teile ja auch nicht alles. Ich schrecke dann bei manchem zusammen, wenn man das mit den Dollars und so weiter so sieht. Aber man muss doch diese Breite akzeptieren. Man muss doch akzeptieren, dass Sie etwas hoffnungsvoller sind als ich und Sie auch. Das finde ich ja prima. Und aber Sie haben den höchsten Blutdruck. Ja. Also gut. Ja. Also ist schon wieder vorbei. Wir müssen diese Gegenöffentlichkeit gemeinsam aufbauen. Das wirkt ja auch teilweise in die anderen Medien hinein. Dann gibt es immer Gegenbewegungen. Das muss man ganz klar sehen. Es gibt Steuerungselemente im Hintergrund. Es gibt massenweise PR-Agenturen, die Einfluss nehmen. Sie haben vorhin das böse Wort im Vorgespräch gesagt, die für die Gleichschaltung sorgen. Ja. Ich darf das Wort überhaupt nicht gebrauchen, weil dann Leser sagen, aber so ein Begriff aus der Nazizeit, das verwendet man nicht. Und das nehme ich auch sofort zurück und sage dann Gleichrichtung unserer Medien. Also ich sage Gleichschaltung der Presse, die existiert in Deutschland, leider. Das haben Sie jetzt gesagt. Das habe ich gesagt und ich unterschreibe das auch. Applaudiere auch hin. Ich möchte, weil Sie gerade Jutta angesprochen haben. Statt Plastik. Jutta aus Frankfurt. Es gibt Gemeinsamkeiten zwischen Jutta und mir. Wir haben beide am selben Tag Geburtstag. Und zwar, der 29. September, der für mich dadurch natürlich ein bisschen vergiftet ist. Aber ich habe recherchiert und ich weiß, es gibt noch jemand, der an dem Tag Geburtstag hat. Und da freut mich der Tag dann auch wieder, nämlich Sophia Loren. Und meine Enkelin. Sehen Sie, da haben wir es schon. Also erinnern wir uns an die. Aber weil Sie davon gesprochen haben, ernsthaft wieder zu werden, wie da agiert wird. Noam Chomsky, dem ich sehr viel gelesen habe, der hat diese Technik beschrieben. Ich zitiere ihn mal. Der sagt, der smarte Weg, um Menschen passiv und gefügig zu machen, ist das Spektrum der akzeptierten Meinung strikt zu limitieren. Gleichzeitig aber eine lebhafte Diskussion darin zuzulassen. Also so Scheingefechte, hat aber nie Grip auf der Straße. Das müssen wir offenlegen. Und da komme ich zu Ihnen, Herrn Wolf. Wie werden wir denn Institutionen los, wie zum Beispiel den IWF, die das boykottieren? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Also auf jeden Fall, zu reformieren gibt es da gar nichts. Also das ist weder entsorgen? Die Weltbank noch der IWF können in irgendeiner Weise reformiert werden. Es ist eine Altlast, die wir entsorgen müssen. Also es werden sich Dinge unabhängig von unserem Willen entwickeln. Also die Welt besteht ja nicht aus lauter Strukturen, die Leute gerne mal gehabt hätten und die dann deswegen umgesetzt wurden, sondern die Welt besteht aus ständigen Machtkämpfen. Und diese Machtkämpfe toben im Moment. Und ich sehe, dass die Machtkämpfe im Moment ein unglaubliches Spannungspotenzial erreicht haben. Und dass wir unter einer ganz großen Kriegsgefahr im Moment leben. Und dass wir unter der Gefahr leben, also was heißt der Gefahr, sondern dass das Finanzsystem auseinanderbricht. Dass das Leben für in den nächsten Jahren und Jahrzehnten für unsere Kinder und unsere Enkel, wenn dieses System aufrechterhalten bleiben wird, nicht so gut sein wird wie unser Leben, auf keinen Fall. Sondern es wird mehr Arbeitslosigkeit geben. Es wird einen größeren Niedriglohnsektor geben. Es wird auch zu Kriegen kommen, auf jeden Fall. Glauben Sie, dass wir in Europa vor einem Krieg uns befinden, der kommen wird? Ich kann es nicht sagen, aber ich sehe nur diese Kriegsvorbereitungen in der Ukraine. Ich sehe, dass die Amerikaner versuchen, einen Regimewechsel in Moskau herbeizuführen und dass die Amerikaner auch sehr aggressiv im Moment gegen die Chinesen vorgehen. Und zwar deswegen, weil der Yuan und der Rubel eben kommende Währungen sind im Moment. Aber lassen Sie uns in Deutschland bleiben, wenn Sie diese Vorbereitung sehen. Sollten wir den Kollegen in Ramstein kündigen wegen Eigenbedarf? Natürlich wäre das gut. Also man muss alles, was das...
Da könnten wir zum Beispiel viele Flüchtlinge unterbringen, ja, als Begegnungsstätte von Flüchtlingen, die aus Syrien kommen. Dann könnten wir in Rammstein unterbringen. Dann könnte man eine Ausstellung sogar machen. Das finde ich gar nicht schlecht. Ganz sicher, ja. Aber ich glaube nicht, dass das die grundlegenden Probleme lösen wird. Das ist das große Problem. Ich glaube, dass die grundlegenden Probleme sind, dass es im Moment auch so ein bisschen so eine Perspektivlosigkeit gibt, weil es so viele Enttäuschungen gegeben hat durch die Parteien in der Vergangenheit. Wenn man betrachtet, wie das Parteienspektrum sich entwickelt hat, dann kann ich nur eins sagen, also es gibt keine einzige Partei, auf die man setzen kann, sondern man kann sagen, dass diese Parteien alle abgewirtschaftet haben. Aber auch die Linken, die in Europa kommen, sowohl die Linke als auch die Grünen, als auch die Piraten und so weiter, die kann man alle vergessen. Ja. Aber meine Hoffnung liegt auch darin, dass die sozialen Netzwerke eben eingesetzt werden. Weil man hat es ja gesehen, auch bei der gescheiterten Revolution in Ägypten, wie da die Netzwerke am Anfang genutzt wurden. Man hat es auch bei den Demonstrationen zum Beispiel in Hongkong gesehen, bei den Studentendemonstrationen, wie die Netzwerke da eingesetzt wurden, wie die Geheimdienste davor gestanden haben und das nicht beherrschen konnten. Also da gibt es schon Möglichkeiten. In Brasilien ist es auch so, dass die Netzwerke immer eingesetzt werden, wenn große Demonstrationen, und in Brasilien haben wir ja große Demonstrationen jetzt im Moment gegen die Regierung. Also da gibt es schon einige Hoffnungsschimmer. Und meine Hoffnung ist auch, dass ganz schwierige Situationen, und wir stehen vor ganz schwierigen Situationen, dass ganz schwierige Situationen auch immer zu irgendwelchen Lösungen finden und führen werden. Brasilien ist doch keine Hoffnungsschimmer. Dass die Leute auf die Straße gehen, dass die Leute sich zusammenrotten gegen die Regierung, dass die Leute gegen, also zum Beispiel bei der Fußballweltmeisterschaft, gegen die Preiserhöhung da bei den Bussen da in riesigen Mengen demonstriert haben, ist für mich ein Ansatz. Das ist auf jeden Fall ein Ansatz. Gut, dann wäre jede Farbrevolution Hoffnung. Also die Anfänger der die Gott sei Dank sind wir hier, wir sind einer Meinung, ich glaube wir müssen da, was in Brasilien, vielleicht haben wir uns missverstanden, aber ich glaube, was in Brasilien stattfindet, das sind diese Demonstrationen, die eben infiltriert werden. Die werden von den Amis vorangetrieben, und zwar ist ein sehr, sehr bewährter Vorwurf an alle Regierungen. Das gilt für Korea, in Ecuador genauso wie in Brasilien. Da wird einfach Korruption vorgeworfen. Wenn jemand das Wort Korruption hört, dann sieht er rot. Dann ist die Regierung dran schuld. Und dann kommen die infiltrierten Massen und bringen die Leute auf die Straße. Und ich glaube, das muss man sehen in Brasilien. Ich glaube, das ist die Idee, den Maidan für eine Volksbewegung zu halten. Das ist total inspiriert natürlich worden. Das ist ganz klar. Also kann man sagen, wir befinden uns in einem Medienkrieg, wo die totale Verwirrung herrscht. Richtig. Das ist genau richtig. Also mein Resümee war, weil ich natürlich selbst oft Probleme habe, was ist richtig, was ist falsch. Ich halte das Ganze inzwischen für ein Videospiel, so komme ich über den Tag, und eine super 3D-Grafik, weil was wir auf diesem Planeten machen, das ist nicht vernünftig, das ist total irre. Also es muss ein 3D-Videospiel sein, aber ich habe neulich auch bei uns auf unserem Facebook-Account gepostet, da gab es ein ziemlich interessantes Feedback. Ich habe geschrieben, also meine Eltern haben nicht als Kinder den Zweiten Weltkrieg überlebt, damit ich ihre Enkelkinder auf den Dritten vorbereite. Und da gab es ein riesiges Feedback von Leuten, die den Zweiten Weltkrieg auch überlebt haben, die aber noch leben, ja, die gesagt haben, oder auch Enkel, die da mit ihren Großvätern gesprochen haben, die gesagt haben, hör zu, das, was wir damals gemacht haben, ich war da, das war die allergrößte Kacke, das stand da genauso, was wir hier getan haben. Wie schaffen wir es, Menschen in Massen auf die Straße zu bringen? Weil der erste Ansatz ist ja zum Beispiel, ich bin jetzt nicht gegen die Parteiendemokratie, nur traue ich den Parteien auch nicht. Heinrich Böll hat übrigens auch nie Parteien unterstützt, sondern Einzelpersonen in Parteien, das muss man dazu sagen. Aber wie bringen wir Menschen dazu, auf die Straße zu gehen, erstmal sich zu unterhalten und zu sagen, okay, lass uns doch das in die eigenen Hände nehmen, so wie Sie es ja auch in Griechenland, einfach in die eigenen. Wir müssen doch eine Massenbewegung werden, dass wir es in die eigenen Hände nehmen, ohne einen Anführer, der das für uns stellvertretend tun, der abgeschossen wird. Wie kriegen wir diesen Schwung rein? Indem wir die Leute aufklären, ganz einfach, indem wir in solchen Runden wie hier sitzen, indem man Bücher über diese Probleme schreibt, indem man die Leute auf diese Art und Weise anspricht. Mehr Möglichkeiten haben wir einfach nicht. Also das große Problem ist eben, dass viele Leute das System einfach nicht wirklich nicht durchschauen. Und da muss man einfach dran arbeiten, und das wird dauern. Sie haben ja auch Kinder. Wenn Sie das Ihren schon, glaube ich, älteren Kindern, um die 30, ja. 30, also Mediziner, wollen Sie das hören? Ja, doch, ja. Die sind sehr interessiert daran. Im Arbeitsprozess ja noch so richtig? Ja, die sind im Arbeitsprozess voll drin, aber ich merke auch an den Freunden und so weiter, dass die sehr interessiert sind. Also mein Sohn zum Beispiel, der wusste nicht, dass ich mit Ihnen das Interview gemacht habe. Der war beruflich gerade in Russland zu dem Zeitpunkt, der hat mich angerufen, er hätte 6 Facebook-Postings gehabt von Freunden, ob das sein Vater wäre.
Also da sehen Sie, wie das Zeug dann rumgeht bei den jungen Leuten. Mhm. Ne? Natürlich, was ich immer wieder entdecke, ist, dass es ein schreckliches Fehlen an Wissen gibt. Das habe ich bei meinen Kindern auch entdeckt in der Zeit, in der die in der Schule gewesen waren. Also die haben ganz wenig Geschichtsunterricht gehabt. Und das bisschen Geschichtsunterricht, was sie gehabt haben, das kann man wirklich vergessen. Weil das sind einfach diese Plattitüden, die uns früher auch beigebracht wurden. Herr König, wie ist das, Ihre Tochter studierte oder studiert noch Ökonomie, wenn ich das rede? Ja, Sozioökonomie. Ja. Wie kommen Sie da in Konflikt oder glaubt ihr an etwas anderes als Sie? Im Prinzip nicht. Ich habe neulich mit ihr darüber eine Konversation gehabt und hab sie gefragt, ich kam mir da ein bisschen vor, ich bin der Vater und wir, unsere Generation, sind für das Übel, das wir eigentlich an die nächste Generation übergeben und vielleicht an die nächste nochmal sind es verantwortlich. Und da habe ich sie gefragt, was hältst du eigentlich davon? Sie weiß, was ich mache, sie weiß, dass ich da bin, sie hat mich vorher angerufen, hat gesagt, mir gut Glück gewünscht, also sie ist darüber informiert und unterstützt das vollständig. Da hat sie mich angeguckt und gesagt, ja, wieso denn? Wir sind doch dann selber verantwortlich für was wir machen mit der neuen Generation. Wir sind dafür verantwortlich. Du musst dich nicht schuldig fühlen dafür. Und wir sind auch verantwortlich, du bist auch nicht verantwortlich gewesen, auch verantwortlich gewesen für das, was ihr gemacht habt und nicht das, was deine Eltern gemacht haben. Das war eine sehr, sehr interessante Logik, die sie mir da vorgetragen hat. Das heißt also, sie ist bereit, diese Verantwortung zu übernehmen und hoffentlich denkt sie, etwas Besseres zu machen aus dieser neuen Welt. Und deshalb bin ich eigentlich ich bin wenigstens positiv. In der Balance bin ich positiv eingestellt und auf die Zukunft. Und Sie haben vorher gefragt, wie soll das weitergehen? Ich glaube auch, ich bin überzeugt davon, dass unser System nicht reformierbar ist. Ich glaube nicht, dass weder der Dollar noch der Euro reformierbar sind, also die Eurozone, das ist nicht reformierbar. Wir sind so weit fortgeschritten, wir sind uns da vielleicht nicht ganz einig, aber wir sind so weit fortgeschritten, dass es eine Reformation in diesem Gebiet nicht mehr gibt. Aber ich glaube auch, da kann man Reformation mit Evolution vertauschen. Und ich glaube, wir sind im Begriff, das zu tun. Es gibt ja neue Orientationen und das muss nicht so sein, dass man entweder, wie das Bush immer gesagt hat, you are with us or against us. Mhm. Das heißt also nicht, man muss entweder zwischen USA und dem Osten entscheiden. Warum nicht beides? Warum müssen wir uns entscheiden? Mhm. Warum kann man nicht mit beiden friedlich zusammenarbeiten? Warum darf es nicht Yin und Yang geben? Ja, genau. Und wir haben diese Option, wir haben jetzt diese Option, es bildet sich eine neue Gruppe von Wirtschaft auf der anderen Seite auf, im Osten auf, und da können wir doch ohne weiteres, ich glaube, China ist ja bereit, die kamen im März, kam der Xi nach Deutschland und hat Madame Merkel angeboten, das westliche Ende der neuen Silk Road sein, ja, nicht wahr? Ja. Und was würde das bedeuten, die neue Silk Road? Die besteht ja eigentlich schon, die wird schon aufgebaut. Mhm. Das ist eine Entwicklungsphase. Da kann man sagen, das ist nicht Entwicklung oder ökonomische Entwicklung in die Höhe, sondern eben in die Breite. Mhm. Damit die Leute, die bis jetzt noch hungern, damit die auf einen gewissen Stand kommen. Und das betrifft ganz Zentralasien, das betrifft China, die nordwestliche Region von China, die ist mausarm, trotz dem Wachstum von China. Das alles ist angedeutet und natürlich ganz Zentraleuropa und dann bis nach Westeuropa. Das heißt also, für uns Westeuropäer besteht eine neue Sphäre. Mhm. Indem wir uns ebenfalls gegen den Osten, mit dem Osten, also mit Russland, die Beziehungen, Russland hat ja mitgezählt nach dem Zweiten Weltkrieg, dass sie ein Partner werden von Europa, nicht wahr? Und das hat Amerika kaputt gemacht, indem sie die europäischen Politiker gekauft haben, nicht wahr? Und das müssen wir uns bewusst sein. Also dank Putin, würde ich sagen, wirklich dank Putin, haben wir ja noch keinen Dritten Weltkrieg. Das ist ein unheimlich guter Schachspieler. Der hat das fertig gebracht.
Er ist zumindest besonnen, hat dich auf den roten Knopf gedrückt. Ja, der hat es fertiggebracht, die ganzen Aggressionen von Amerika abzuwehren. Und in dem Maße, wo also ein Kerry und ein Obama fürchterlich frustriert sind, weil sie wissen nicht mehr, was können wir machen, um den Typ in die Falle zu locken. Das geht einfach nicht. Und das ist gut. So jemandem kann man vertrauen. Ja. Eine kleine Bemerkung. Das ist ja wichtig, auch mit Zahlen umzugehen. Das machen die Ökonomen sehr gerne und hin und wieder nehme ich das auf. Am Ende dieses Jahrhunderts werden die Europäer nur 5% der Weltbevölkerung sein. Zum Vergleich, zu Beginn des vorangegangenen, des letzten Jahrhunderts waren die Europäer 25%. Das heißt, unser Anteil an der Weltbevölkerung schwindet. Mhm. Und jetzt, wenn wir anfangen, unter den Europäern, ihr faulen Griechen, ihr korrupten Griechen oder ihr Nazi-Deutschen, also mit gegenseitigen Vorwürfen, vollkommen absurden Vorwürfen, uns zu bekämpfen, dann sind wir nicht 5%, sondern 0,5% jeder, weil wir sind Einheiten. Und was ich, Sie haben mich eben gefragt, wie ich das mit Europa, wie ich das mir vorstelle. Ich stelle mir ein Europa vor, das so konstruiert ist wie die Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, bestehend aus den unterschiedlichen Staaten, aber doch mit einer zentralen Regierung, wo auch die Finanzen und die Arbeitsplätze, das muss man sagen, einigermaßen gerecht verteilt werden. Es kann nicht sein, dass der Süden nur für den Urlaub zuständig ist. Und selbst die Tomaten werden in Holland produziert. Ja. Also die haben ganz tolle Techniken, Gentechniken, wie auch immer, und die verkaufen die Tomaten, die werden in Holland produziert. Ja. Und schmecken nichts mehr. Und die schmecken nicht mehr. Ja. Und ich erinnere mich an einem... Das merken die Holländer nicht, wenn sie da Urlaub machen. Ja. Und ich erinnere mich an einen Außenminister vor wenigen Jahren, der Bundesrepublik Deutschland, der träumte von irgendwelchen Sonnenanlagen, die Strom generieren in Sahara. Mhm. Aber wir haben genauso viel Sonne. Ja, und auf die Idee ist er nicht gekommen. Mhm. Ne? Also dezentralisieren, das ist auf die Idee ist er nicht gekommen. Mhm. Die jungen Leute im Süden Europas, und das betrifft nicht nur mein Land, sondern auch Italien und Spanien und Portugal und demnächst auch sicherlich Frankreich, die sind in hohen Massen arbeitslos. In Griechenland sind das 60% junge Leute, sind arbeitslos. Das ist also eine Bombe im Fundament des Staates. Mhm. 30.000 haben das Land verlassen, sind hier gekommen, die fehlen uns dort. Ja. Ja? Mhm. Wie gehen wir damit um? Mhm. Und die Flüchtlinge, die kommen, die Hochhausgebildeten, die werden sicherlich nicht in Griechenland bleiben, die kommen nach Europa. Ich hätte hier zwei Ideen, wie man damit umgehen könnte. Die erste Idee, ganz praktisch, ich glaube, dass wir, wenn wir uns mal anschauen, unsere hohe Affinität zu Amerika, und ich spreche hier von den amerikanischen Werten, die man ja so kennt und so, hat auch damit zu tun, dass wir eben wirklich, das ist sehr gut organisiert, das ist auch gewachsen und unheimlich großen Austausch haben, Austauschschüler. Man geht viel stärker nach Amerika. Ich kenne kaum Austauschschüler, die nach Tadschikistan oder Russland oder Griechenland gehen. Ich glaube, was man machen sollte, ist, man sollte dazu beitragen, dass diese Feindbilder oder die sind die Guten, wir sind die Guten, dann müssen die anderen die Schlechten sein als Orientierung. Wenn man das loswerden möchte, das würde ich machen, wenn ich ein Ministeramt hätte, würde ich ein riesiges Austauschprogramm machen, Deutschland mit Ländern, wo die Achse des Bösen sind. Damit die erstmal merken, das sind gar keine Achse des Bösen, da wohnen auch bloß Kinder. Und dann fangen Kinder an, anders zu sehen. Ja. Und das andere, was ich machen würde, vielleicht stimmen Sie mir bei, ich glaube, wir müssen Macht, die man ja hat, ja, die Macht anders organisieren. Wir sind ja in einem Pyramidensystem, wo oben die Spitze kontrolliert. Und wenn wir diese Pyramide nicht nur umkippen, sondern wenn wir sie wegtun und Macht eher in Zellen, in Kreisen organisieren, wo die Eliten in der Mitte sind und drumherum ist die Bevölkerung, sodass man sehen kann, sobald so einer von diesen Verrückten ausbüchsen will, sind die anderen wie eine Zelle. Und das lose vernetzt, eine Art Gehirn, ein Bewusstsein entsteht, dann schaffen wir eine neue Gesellschaft. Ich glaube, wir müssen viel tiefer gehen, wie wir eine Gesellschaft organisieren. Eine Gesellschaft ist bei uns über Gehorsam organisiert. Das ist die Basis jeglicher Zivilisation, Gehorsam. Du musst das machen, was andere sagen, weil die sind weiter oben. Und wenn wir einen Kreis machen, wo der Mensch im Mittelpunkt ist und wo das umkreist ist von vernünftigen Menschen, dann kann so etwas nicht ausbüchsen. Und um hier mich nochmal an etwas zu erinnern, was Dirk Pohlmann in der letzten Sendung gesagt hat, ein Wort, was in Verruf gekommen ist, das Palaver.
Dann setzen sich Menschen, die unterschiedlicher Meinung sind, und zwar keine Feinde, sondern unterschiedlicher Meinung. Ich bin sogar oft unterschiedlicher Meinung von mir selber, ja, am nächsten Tag. Schizophren. Ja, natürlich, schizophren. Dass man eben sich an den Tisch setzt und so lange miteinander diskutiert, bis eine Lösung da ist und wenn es Tage und Wochen dauert. Und was auf gar keinen Fall zählen darf, ist, dass der Stärkere Recht bekommt, also der, dass man am Ende zu Krieg greift. Ich glaube, jemand, der zu Krieg aufruft, das schönredet, sollte von diesem, aus dieser Gesprächsrunde erstmal ausgeschlossen werden, zur Resozialisierung irgendein Camp kommen. Ich glaube, das ist etwas ganz Wesentliches, dass wir sagen, Krieg ist unakzeptabel. Wer sagt, manchmal müssen wir, unakzeptabel. Ja? Und den Poroschenko, ja, der für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen wurde, das muss man sich mal vorstellen. Ja? Das ist kein Scherz. Ja? Na, so, ja? Um den zu ziehen, die Zeit des voreiligen Pazifismus sei vorbei. Ja? Das sind so Sachen, wo ich sage, okay, der Mann ist nicht gesund, wir müssten eigentlich dorthin fahren, weil den nicht aus dem Amt rauszuholen, ist unterlassene Hilfeleistung. Also das muss man machen. Und ich glaube, ich bin jetzt nicht der Jüngste mehr, aber Sie haben sich ja gestern mit meiner Tochter unterhalten. Die hat ihn ja so 2, 3 Sätze reingebügelt und die ist 11. Ja. Und ich erinnere mich an einen, ihr würde es schon reichen, wenn die Erwachsenen den Krieg auf einer Insel führen würden und die Kinder in Ruhe lassen. Ja. Fand ich einen super Satz. Ganz klar. Und da gebe ich Ihnen recht. Ich glaube, wenn wir anfangen würden, mehr denen zuzuhören, die uns noch länger ertragen müssten, wären wir ein Stück weiter. Also ich glaube, dass der Befriedungsprozess der Mächtigen kommt von unseren Kindern. Ich glaube, das ist auch etwas. Und da sind wir bei etwas, mache ich jetzt das Fass kurz auf. Wir haben schon wieder 2:46 hier gesprochen. Was? Weil Sie es auch angesprochen haben und Sie als Grieche, wie wichtig ist Respekt vor dem Leben an sich? Das ist unheimlich wichtig. Und ich glaube, dieser Respekt, der ist uns angeboren. Wir sind mit diesem Respekt oder mit diesem Gefühl von Humanität sind wir eigentlich geboren. Und wir müssen da wieder zurückfinden. Wir sind... Sobald ein Kind geboren wird und sich mit seiner Familie und damit der Umwelt beschäftigt, wird es kontaminiert, nenne ich mal. Ja? Und wird so, dass es eben beeinflussbar ist. Aber wenn man ein Kind nimmt, und ich glaube, dieses Beispiel haben wir schon in Ihrem VW-Bus diskutiert damals. Ja? Wenn man zwei Kinder nimmt, und da gibt es Studien darüber, die sind gefilmt worden. Wenn man zwei Kinder nimmt von einem Jahr oder anderthalb Jahren, ich weiß nicht mehr, wie alt die sind, und die setzt man nebeneinander. Und die kennen sich nicht. Die kennen sich nicht, das sind zwei fremde Kinder, ganz jung. Und denen setzt man einen Teller vor die Nase. Jeder Teller ist bedeckt und man weiß nicht, was drunter ist. Und dann kommt ein Erwachsener rein und lüftet das Geheimnis. Und ein Teller ist voll mit Nahrung, mit Schokolade oder weiß ich was, oder mit Nahrung. Und der andere ist leer. Dann ist die Reaktion, und das wurde sehr oft gemacht, dann ist die Reaktion immer so, dass die Solidarität im Herzen des einen, der das hat, so ist, entweder gibt er ihm die Hälfte dem anderen oder gibt ihm sogar den ganzen Teller. Und das haben wir total verloren. Mhm. Neoliberalismus hat das kaputt gemacht. Aber das steckt in uns drin. Das müssen wir wieder finden. Und ich glaube, das ist die positive Note, die ich eigentlich weitergeben möchte. Dass das, was wir suchen, was der Friede ist, was nicht Krieg ist, das steckt eigentlich in uns. Diese Solidarität, dieses Humane, dieses Menschliche. Hast du was sagen? Ja, gut, schönes Schlusswort. Ich mache es auch kurz. Und erstens, als Mediziner weiß man, dass alle Menschen von innen gleich aussehen. Auch gleich riechen. Ja. So, das ist das Erste. Das andere ist, wir müssen realisieren, wir haben sehr viel über Evolution gesprochen. Und wenn man sich überlegt, wie das Leben auf der Erde entstanden ist, es gibt also eine Theorie und die scheint also wahr zu sein. Es gab aus Gründen, die wir nicht kennen, eine erste Zelle, die nennt man LUCA, Last Universal Common Ancestor. Also man kann das jetzt übersetzen. Also aus dieser Zelle LUCA sind Pflanzen, Bakterien, Pilze, Elefanten, Menschen, Bäume entstanden. Zebras. Sie haben gefragt, die Bedeutung des Lebens. Und wir stammen alle aus derselben ursprünglichen Zelle. Und wir haben eine Verpflichtung, nicht nur das Leben der Mitmenschen zu respektieren, sondern das Leben insgesamt. Auch der anderen Kreaturen insgesamt.
Wir haben eine Verpflichtung, unsere Umwelt zu schonen, damit wir den anderen Kreaturen, egal welchen Rang sie haben, ein weiteres Leben ermöglichen. Wir sind nicht das Ende und die Kulmination der Evolution. Es gibt noch Luft. Ja? Entwicklung. Es gibt noch Luftentwicklung. Und ich erinnere auch an eine verlorene Spezies. Das waren die Dinosaurier. Die sind verloren gegangen. Warum? Zu viel Panzer, zu wenig Hirn. Das kann uns auch passieren. Ja. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für diese zweite Sendung bedanken. Position, Politik verstehen. Ja, Ethik oder Etat sind unsere Werte, Börsenwerte. Im Moment sind die Börsenwerte sehr stark noch in unserem Gehirn oder werden uns suggeriert, das wären unsere Werte. Aber ich glaube, diese Runde, dieser Tisch hat bewiesen, dass wir anders können. Und unsere Kinder zeigen uns, dass sie anders drauf sind und wir müssen ihnen eigentlich nur zuhören. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die hierher gekommen sind. Das sind wirklich 2 Stunden 50. Das ist ein neuer Rekord. Vielen Dank. Ja, und ich fange mal hier vorne an. Herr Müller, Albrecht Müller, ich bedanke mich ganz herzlich. Ja, der Chef der Nachdenkenseiten, ruhig mal lesen. Ja, längere Texte, aber dass Sie die Zeit gefunden haben, hierher zu finden. Vielen Dank. Ja. Okay. Ernst Wolf, auch bei Ihnen bedanke ich mich ganz herzlich. Ich freue mich auf Ihr neues Buch. Ich weiß, Sie schreiben an irgendwas. Dieses kann ich nur empfehlen. Chronik eines Raubzuges. Ich habe auch sehr viel gelacht, wie dreist dort gearbeitet wird. Und man sollte auch keine Angst mehr haben vom IWF. Das sollte so ein Kosewort auf der Straße werden. Ich glaube, damit könnten wir anfangen. Wir müssen überlegen, wie wir diese Institution loswerden. Also was wir mit den Menschen machen, die dann noch arbeiten müssen. Vielleicht irgendeinen anderen Job. Ich weiß es nicht. Danke fürs Kommen. Tolles Buch empfehle ich an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Kommen. Danke. Herr König, auch bei Ihnen möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Schweiz, ein Schweizer muss immer hier sein. Und Sie haben toll durchgehalten in Deutsch, muss ich sagen. Fantastisch war das. Und ja, ich möchte nochmal auf Ihr Buch auch hinweisen, Implosion, und auch, was Sie zuletzt gesagt haben, dass wir den Humanismus in uns zulassen müssen. Also wir müssen einfach den Schokoladenteller, den wir haben, den müssen wir einfach auf den Tisch stellen und sagen, der ist für alle. Ich glaube, genau. Wir haben das hinbekommen. Herr König, Sie als Whistleblower der Weltbank, Sie haben den Mut gehabt, hierher zu kommen. Das werden auch viele in der Schweiz sehen, sogar Ihr Nachbar von Nestlé. Und dass Sie das getan haben, finde ich super. Vielen Dank fürs Kommen. Ja. Danke Ihnen. Vielen Dank. Und natürlich bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Professor Dr. Athanasios Yannis. Wir waren in Griechenland, wir fahren auch wieder hin. Und ich weiß, das möchte ich an dieser Stelle mal betonen, es haben uns auch Leute, Patienten gesagt mit Mundschutz, dass wir konkret Leben retten. Und ja. Ich glaube, das ist ja genau das, wenn man eben irgendeinem Menschen hilft, den man jetzt gar nicht kennt, er ist bloß ein Mitmenschen, hat man eine Menge getan. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz explizit bei all denen bedanken, die uns Geld in die Hand gedrückt haben, die das Vertrauen an uns gegeben haben. Wir gehen mit diesem Vertrauen gut um. Weil ich bedanke mich auch ganz herzlich als Grieche im Namen meiner mitleidenden Mitmenschen. Ja, fantastisch. Ich sage nicht mitleidenden Griechen, sondern Mitmenschen. Ja. Es gibt eine Menge Nicht-Griechen dort. Das ist richtig. Ich möchte mich bei Ihnen jedenfalls bedanken, dass Sie hierher gefunden haben, weil ich weiß, dass es Menschen gibt, auch an Ihrer Universität, die sich die Frage stellen, was macht denn der Herr Yannis jetzt dort? Der Herr Yannis ist einfach immer Mensch geblieben, ja, und der hat ja als Professor auch was zu riskieren, nämlich einen Ruf, aber Sie sind eben ein Mensch und den Fisch, den wir zusammen in Griechenland gegessen haben, ganz großes Kino, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Also. Ja? Vielen Dank, vielen Dank. Ja? Vielen Dank auch ans Publikum, die so lange durchgehalten haben und danke an die, die das einschalten und weiterklicken. Es wird hoffentlich überall gesehen. Wahrscheinlich gibt es auch wieder russische Untertitel. Ich weiß, dass wir im großen russischen Raum, wo russisch gesprochen wird, inzwischen Klickzahlen haben. Die sind jenseits der 30 Millionen. Das ist für mich Globalisierung. Man hört uns zu. Das ist toll. Ich bedanke mich. Mein Name ist Ken Jetzke. Bleibt der Mensch. Vielen Dank.